Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kolleginnen, dear colleagues, just one sentence in English. You can also follow this event on YouTube in an English version, in a translation, and also in the hop-in tool. Ich möchte Sie zusammen mit Robert Schlögl herzlich willkommen heißen hier im Studio Adlershof des Helmholtz-Zentrum Berlins für Materialien und Energie zu unserer feierlichen Eröffnung zum Kick-off des Projekts CatLab, ein gemeinsames Projekt der Max-Planck-Gemeinschaft und des Helmholtz-Zentrum Berlins. Zu Beginn möchte ich gleich mich besonders bedanken bei dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, heute vertreten durch Herrn Dr. Stefan Kaufmann, den Innovationsbeauftragten für grünen Wasserstoff der Bundesregierung und auch Mitglied des Deutschen Bundestags. Ich möchte mich außerdem bedanken bei der Helmholtz-Gemeinschaft und bei der Max-Planck-Gesellschaft, vertreten durch ihre Präsidenten, Herrn Ottmar Wiesler und Herrn Martin Strattmann. Und auch noch ein besonderer Dank gilt an die Humboldt-Universität zu Berlin. Es wird gleich ein Grußwort auch von Frau Professor Sabine Kunst geben. Und last but not least, sehr wichtig für unser Projekt, ist die Firma BASF, die heute vertreten sein wird durch einen ihrer Präsidenten, Herrn Detlef Kratz. Und jetzt würde ich schon sehr gerne übergeben an unsere Moderatorin, Frau Tatjana Ohm von der Welt. Frau Ohm, vielen Dank und wir freuen uns jetzt alle sehr auf Ihre Moderation. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Ja, man sagt, glaube ich, im Bergbau sagt man Glück auf, wenn man sich richtig viel Glück wünscht. Danke für die freundlichen einleitenden Worte. Ich darf vielleicht zuallererst mal sagen, dass ich mich auch wahnsinnig freue, wieder auf einer Veranstaltung zu sein, wo tatsächlich Menschen vor mir sind. Gut, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, die eine Hälfte ist die Regie- und Technik-Crew und die andere Hälfte sind diejenigen, die gleich an den Diskussionspanels teilnehmen werden. Aber trotzdem, ich denke mal, Ihnen geht es hoffentlich auch so. Das ist nach all diesen Monaten mit Zoom- und Team-Meetings, wir sind dankbar, dass es sie gibt, aber dennoch, das hier ist schon noch mal wirklich besonders. Und besonders ist natürlich auch der Anlass. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein darf. Es tut mir ein bisschen leid, dass meine Physik- und mein Chemielehrer das jetzt nicht mitbekommen, die mir immer gesagt haben, oben aus dir wird im Leben nichts. Und die 6 gibt es nur wegen des Nachnamens nicht. Und der ist auch meistens richtig geschrieben in der Klassenarbeit. Aber ich wäre stolz, wenn Sie das hier jetzt sehen dürften. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. Es ist ein großer Tag für alle Beteiligten. Und insofern ein so großer Tag erfordert dann natürlich auch das eine oder andere Grußwort, wie auch schon angesprochen. Und ich glaube, da werden wir noch viel Inspirierendes in den nächsten Minuten gleich zu hören bekommen, bevor wir uns dann mit dem Projekt noch sehr, sehr detailliert beschäftigen. Doch Stefan Kaufmann ist eben schon erwähnt worden. Ich darf Sie jetzt bitten, Ihre hoffentlich ja wohlwollenden Worte hier an uns, an die Gemeinde derjenigen, die sich auf die Eröffnung des CatLab so sehr freuen, zu richten. Ihre Bühne. Ja, danke sehr, Frau Ohm. Ja, sehr geehrter Herr Professor Wiesler, sehr geehrter Herr Professor Strattmann, Frau Professor Kunst, Herr Dr. Kratz, lieber Herr Professor Rech, Herr Professor Schlögl, sehr geehrte Damen und Herren. Das CatLab soll die Welt der Katalysatoren revolutionieren. So steht es in der Einladung zur heutigen Veranstaltung. Und damit geben Sie nicht nur das Motto für heute vor, sondern Sie formulieren auch den Anspruch, den Sie an dieses neue Katalysezentrum und damit natürlich auch an sich selbst haben. Und genau solche Revolutionen brauchen wir, wenn wir die Herausforderung Klimaneutralität meistern wollen. Denn die EU hat ihre Klimaziele angehoben und auch das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil deutlich gemacht, dass wir eine ambitioniertere und verbindlichere Klimapolitik brauchen zum Wohl der zukünftigen Generationen. Und auch deshalb hat die Bundesregierung ihre Ambitionen jetzt noch einmal erhöht. Deutschland soll bereits 2045 klimaneutral sein und nicht erst 2050. Das können wir schaffen, aber dazu brauchen wir einen klugen Fahrplan. Wir brauchen ein höheres Tempo in der Umsetzung und wir brauchen innovative Technologien, ja, ganz oft auch revolutionäre Technologien. Wir haben bisher schon viel erreicht. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland lag 2020 bereits bei rund 46%. Und wir werden die Erneuerbaren noch weiter ausbauen, ebenso die Netze.
Aber um bis 2045 tatsächlich klimaneutral zu werden, wird das alleine nicht reichen. Wir als Bundesforschungsministerium und auch ich als Innovationsbeauftragter für Wasserstoff, wir sind davon überzeugt, grüner Wasserstoff ist ein ganz entscheidender Baustein für das klimaneutrale Wirtschaften der Zukunft. Mit grünem Wasserstoff können wir erneuerbare Energien speichern, auch abseits von Stromleitungen transportieren und vor allem auch importieren. Er ist vielseitig einsetzbar und kann direkt oder gebunden in höherwertigen Chemieprodukten verwendet werden. Mit grünem Wasserstoff können wir gerade die energieintensive Industrie klimafreundlich gestalten und damit Bereiche, für die wir bisher keine entsprechenden Lösungen hatten. Deshalb wollen wir die grüne Wasserstoffwirtschaft rasch und wir wollen sie ambitioniert aufbauen. Die nationale Wasserstoffstrategie, die wir vor gut einem Jahr verabschiedet haben, gibt die Richtung vor und ich sorge als Wasserstoffbeauftragter mit dafür, dass wir diese Maßnahmen auch konsequent und zeitnah umsetzen. So bringen wir beispielsweise gerade die Wasserstoff-Leitprojekte mit einem Fördervolumen von 700 Millionen Euro auf den Weg. Sie sollen uns helfen, die Hürden, die uns beim Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft noch im Wege stehen, zu überwinden. Und dabei ist klar, wir müssen die Wasserstoffwirtschaft global denken, denn unseren enormen Bedarf zu decken, werden unsere eigenen Erzeugungskapazitäten nicht ausreichen. Und wir werden den Klimawandel, wenn wir den Klimawandel wirksam begrenzen wollen, müssen wir das erneuerbare Zeitalter weltweit aufbauen. Wir setzen deshalb auf eine Doppelstrategie, Export von Wasserstofftechnologien und Aufbau von nachhaltigen Energiesystemen in wind- und sonnenreichen Gegenden und Import von grünem Wasserstoff und Aufbau einer vollständig klimaneutralen Industrie in Deutschland. Die Grundlage hierfür legen wir mit internationalen Forschungspartnerschaften, beispielsweise mit Afrika und Australien. Mit Australien haben wir gerade erst letzte Woche ein Abkommen unterzeichnet. Um aber in einer globalen Wasserstoffwirtschaft eine Spitzenposition einzunehmen, brauchen wir Spitzenforschung. Die Basis für den Wasserstofftechnologiestandort Deutschland ist eine starke Grundlagenforschung. Und neben den Wasserstoffleitprojekten fördern wir im Rahmen der Wasserstoffstrategie deshalb auch zahlreiche Vorhaben der Grundlagenforschung. Wir fördern damit ganz neue, innovative oder, wie Sie sagen würden, revolutionäre Forschungsprojekte, um nicht nur die Markttechnologien von morgen, sondern auch bereits die von übermorgen frühzeitig zu erkennen. Das CatLab ist eines dieser Projekte, die das Potenzial haben, den zukünftigen Wasserstoffmarkt zu prägen, eines, von dem wir uns echte Innovationssprünge erwarten. Der volle Titel des Vorhabens heißt Wasserstoff weitergedacht, Dünnschichtkatalysatoren für eine nachhaltige Chemie mit erneuerbaren Energien. Nachhaltige Chemie, das ist ein großer Begriff, denn die Chemie basiert im Moment zum größten Teil noch auf fossilem Erdöl. In meiner Zeit als Innovationsbeauftragter habe ich aber gelernt, nicht erst in der Schule, dass wir diese fossilen Ressourcen ersetzen können mit Wasserstoff und seinen Folgeprodukten. Und dafür sind chemische Umwandlungen notwendig. Die Wirtschaftlichkeit, die Energieeffizienz und die Geschwindigkeit dieser Prozesse kann durch die richtigen Katalysatoren entscheidend verbessert werden. Katalysatoren sind also ausschlaggebend dafür, ob wir Erdöl ersetzen können, ob uns eine nachhaltige Chemie gelingen wird. Katalysatoren sind aber sehr kompliziert in ihrer Funktionsweise. Sie zu produzieren, zu verstehen und zu verbessern, benötigt wissenschaftliche Höchstleistungen. Wir als Bundesforschungsministerium trauen Ihnen diese Höchstleistungen zu. Mit mehr als 58 Millionen Euro wollen wir dazu beitragen, dass Ihnen die besten Analysewerkzeuge und Rahmenbedingungen für diese revolutionäre Forschung zur Verfügung stehen. Zusammen mit Ihren Eigenmitteln sind es über 100 Millionen Euro, die für die fünfjährige Aufbauphase zur Verfügung stehen. Sie, das HZB, das Fritz-Haber-Institut und das Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion haben mit diesen über 100 Millionen Euro viel vor. Sie wollen Ihre vielfältigen Kompetenzen zusammenbringen und mit dem CatLab eine Forschungsplattform am Standort Adlershof schaffen, um gemeinsam zu forschen und Synergien zu heben. Sie wollen im nächsten Schritt auch den Einsatz im industriellen Maßstab vorbereiten. Und deshalb holen Sie sich direkt Partner aus der Industrie ins Boot. Ich begrüße nachdrücklich Ihre Bemühungen, eine Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie in Südafrika aufzubauen. CatLab setzt schon jetzt neue Maßstäbe. Es steht für internationale Spitzenforschung auf allerhöchstem Niveau und ist eine Marke mit internationaler Strahlkraft. Das CatLab ist damit nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht ein Vorreiter, sondern auch in puncto Zusammenarbeit. Wenn Deutschland die Nummer 1 im Bereich der Wasserstofftechnologie werden will,
müssen unsere großen Forschungseinrichtungen an einem Strang ziehen und ihre Expertise bündeln, um neue Spitzenverfahren zu entwickeln. Lieber Herr Professor Wiesler, Herr Professor Stratmann, Ihre Organisationen zeigen mit diesem Projekt ganz wunderbar, wie das gelingen kann. Meine Damen und Herren, ich freue mich, gleich mehr über dieses in so vielerlei Hinsicht einzigartige Vorhaben zu erfahren. Sie, lieber Herr Professor Rech und lieber Herr Professor Schlögel, werden uns das CatLab gleich noch genauer vorstellen. Ich wünsche Ihnen und uns allen heute eine gelungene Veranstaltung. Und für das, was Sie im Morgen und übermorgen vorhaben, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Herr Kaufmann, besten Dank für diese Worte und es sind natürlich nicht die einzigen. Wir freuen uns jetzt, dass uns die Präsidentin der Humboldt-Universität, Frau Professor Sabine Kunz, die Perspektiven einer gelungenen Wissenschaftskooperation auch noch mal etwas näher bringen wird. Ganz herzlich willkommen. Ist das? Liegt vor. Den Worten der Präsidentin der Humboldt-Universität. Gehen immer ab 15, 20 Sekunden wird es ein bisschen schwierig. Was ich persönlich auch ganz spannend finde und ich glaube hier im Raum wissen es alle, aber vielleicht von denjenigen, die zugeschaltet sind, denen ist es vielleicht allen nicht so bewusst. Es hat auch noch mal einen extra Architektenwettbewerb gegeben, damit CatLab auch ein ordentliches Zuhause bekommt. Wir hatten hier das Glück, hier vorne das Modell sehen zu können. Alles hier in unmittelbarer Nähe zum BESI eben auch. Kurze Wege und dadurch eben auch ein Tempo möglich, dass es eben wiederum möglich macht, dass man sehr, sehr schnell zu Resultaten einfach kommt, weil das werden wir später im Verlauf auch noch einmal miteinander diskutieren können. Tempo ist natürlich mit ein entscheidender Faktor jetzt. Professor Schlügel nickt schon, wir hatten in der Vorbesprechung ja auch schon mal drüber gesprochen und manch einem ist es vielleicht gar nicht so bewusst oder viele wollen es auch gar nicht sehen, dass wir hier mit diesem Klimawandel jetzt einfach nicht Zeit vertrödeln können. Insofern natürlich auch diese Kooperation zwischen Grundlagenforschung und Industrie auch ein Grund, dass man einfach Tempo machen kann und dass man dann so bald wie möglich zu einem Ergebnis kommt. Ich kriege gerade einen Zettel gezeigt, den ich aufgrund meiner Sehschwäche von hier aus leider nicht lesen kann. Ich gehe mal kurz nach hinten, ich bin gleich wieder für Sie da. Na gut, überhaupt kein Problem. So, Herr Professor Wiesler wird erst mal übernehmen und auch da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Sehe ich ihn schon? Herr Professor Wiesler, ich freue mich wahnsinnig, dass wir können nicht wirklich miteinander sprechen, aber Sie hören mich, ich höre Sie. Und auch wir sind natürlich hier sehr gespannt auf Ihre Grußworte, die gerichtet sind an dieses revolutionäre Projekt. Ja, okay, dann springe ich gerne ein. Lieber Herr Kaufmann,
Liebe Frau Kunst, lieber Martin Stratmann, lieber Herr Kratz, Herr Rech, Herr Schlögel, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich freue mich ganz besonders, Sie heute zum Auftakt dieses einmaligen Projekts CatLab begrüßen zu dürfen. 1909, also vor 112 Jahren, hat ein deutscher Chemiker Friedrich Wilhelm Ostwald einen Nobelpreis erhalten für Arbeiten zu chemischen Gleichgewichtsverhältnissen, Steuerung von Reaktionsgeschwindigkeiten und zur gezielten Katalyse von chemischen Vorgängen. Er war der Pionier, der wahrscheinlich mit als erster das Prinzip der Katalyse für chemische Reaktionen beschrieben hat. Heute ist das aus der Chemie und der Biochemie nicht mehr wegzudenken. Und wie wir von Herrn Kaufmann bereits gehört haben, letztlich auch die Basis für die Gewinnung von grünem Wasserstoff. Wir leben derzeit ja in einer sehr, sehr markanten Phase mit der Covid-19-Pandemie. Und diese Covid-19-Pandemie hat uns nach meiner Einschätzung unter anderem die Lektion gelehrt, dass globale Herausforderungen dieser Art letztlich nur durch Forschung und Entwicklung und Innovation zu lösen sind. Im Fall von Covid-19 durch diese unglaubliche Leistung, in nur 10 Monaten einen neuen Impfstoff zu entwickeln und auszurollen. Und das wird nicht anders sein bei einigen der großen Herausforderungen, die nach Corona jetzt vor uns liegen. Neben digitaler Transformation, Medizin der Zukunft, ist das sicher die Frage, wie gestalten wir eine nachhaltige Zukunft im Kontext von globaler Erwärmung, Klimawandel und damit assoziierten Phänomenen. Und ich glaube, wir sind alle überzeugt, wir können diese Zukunft nur gestalten, wenn wir nicht nur national, sondern global ein komplett neues Energiesystem entwickeln. Dabei kommt dem Wasserstoff eine ganz zentrale Bedeutung zu. Und dabei kann das CatLab, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, ein wirklich Hoffnungsträger sein für hochinnovative Entwicklungen Richtung nachhaltige und prosperierende Zukunft. Herr Kaufmann hat auch das bereits zusammengefasst. Wir müssen als Reaktion auf die globale Erwärmung und den Klimawandel eine drastische Reduktion von Treibhausgasen erreichen. Und das wird nur möglich sein in einem völlig neu konzipierten Energiesystem. Natürlich von herausragender Bedeutung für einen Industriestandort wie den unsrigen. Und es sind eine ganze Reihe von Grundvoraussetzungen dafür nötig. Wir brauchen nachhaltige Energieerzeugung, auch aus Energiequellen, die in Deutschland nicht unendlich zur Verfügung stehen, wenn Sie an Sonne und Wind zum Beispiel als zwei besonders wesentliche Elemente denken. Wir brauchen aber auch völlig neue Technologien, um Energie zu speichern und Energie intelligent umzuwandeln. Und, dieses wird nur möglich sein mit einem grundlegend neu aufgestellten System für Energieerzeugung, aber auch Speicherung und Transformation. Und unter einer ganzen Reihe von wichtigen Lösungen wird der Wasserstoff ganz sicher hier eine entscheidende Rolle spielen. Und für die Gewinnung und Umwandlung von Wasserstoff wird, wie bereits vor 112 Jahren, der Katalyse wieder eine ganz zentrale Bedeutung zukommen, insbesondere der Entwicklung von neuen Materialien und Technologien, um sehr effiziente Katalyseverfahren zu entwickeln und auszurollen, wie Sie gleich von Herrn Rech und von Herrn Schlögel hören werden. Ich glaube, es ist auch nicht überraschend, dass eine so große Aufgabe wie
die Entwicklung eines neuen wasserstoffbasierten Energiesystems nur zu bewältigen sein wird, wenn wir alle Kräfte bündeln. Im Falle des CatLab zunächst mal die stärksten Akteure aus Forschung und Entwicklung zusammenbringen, mit universitären Partnern, Partnern der Max-Planck-Gesellschaft und in unserem Fall dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Ich finde auch außerordentlich begrüßenswert, dass bereits zu Beginn angedacht ist, Partner aus der Industrie mit einzubeziehen, denn für die Ausrollung dieser Verfahren ist natürlich am Ende des Tages die Wirtschaft verantwortlich. Aber das CatLab kann in meinen Augen ein wirkliches Gravitationszentrum werden, um smarte neue Technologien auf wissenschaftlicher Basis zunächst zu entwickeln, zu erproben und dann gemeinsam mit starken Partnern in die Breite zu bringen. Und das Ziel muss sein, hier ein weltweit führendes Katalyse-Forschungskonglomerat aufzubauen, was am Ende auch global wirkt. Ich glaube, dazu haben wir in dieser Konstellation eine einmalige Gelegenheit. Die wissenschaftliche Basis ist exzellent bei allen beteiligten Partnern. Auch das Helmholtz-Zentrum Berlin ist sehr gut auf diese Initiative vorbereitet. Wenn Sie an die Aktivitäten in Photovoltaik oder auch mit solaren Brennstoffen denken, an die Material- und Prozessanalyse in Operando auf Synchrotron-Basis und natürlich das vibrierende Umfeld in Adlershof mit zahlreichen wissenschaftlichen Partnern, aber auch Partnern aus der Industrie, Startups, KMUs und andere. Denn auch bei CatLab gilt am Ende des Tages, erfolgreich werden wir nur sein, wenn es gelingt, in dieses Labor und an diesen Standort kreative Köpfe aus aller Welt zu rekrutieren. Denn auch in diesem Fall wird Brainpower am Ende des Tages der erfolgsentscheidende Parameter sein. Ich persönlich freue mich über CatLab auch deshalb, weil es ein wunderbares Beispiel ist für eine langfristige Kooperation zwischen der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft auf einem absoluten Zukunftsfeld mit Robert Schlögl und Bernd Rech als den beiden Motoren. Ich glaube, dass wir diese Art von strategischer Kooperation in Zukunft noch sehr viel häufiger brauchen werden. Ich möchte mich aus Sicht der Helmholtz-Gemeinschaft bei den Partnern herzlich bedanken, vor allem natürlich am Standort in Adlershof. Ein herzliches Dankeschön auch an das Bundesforschungsministerium, an Stefan Kaufmann, unseren Senator, ganz persönlich für diese großzügige Finanzierung. Mein allergrößter Dank gilt aber Bernd Rech und Robert Schlögl. Sie beide als Tandem zu erleben, ist eine wunderbare Erfahrung. Und ich glaube, Sie sind letztlich auch die Garanten dafür, dass dieses Zentrum international außerordentlich erfolgreich werden wird. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir diese herausragende Forschungsinitiative heute gemeinsam anstoßen und auch noch mehr darüber hören dürfen. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Tag heute und bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die die Kolleginnen und Kollegen im CatLab in den nächsten Jahren erzielen werden. Sie können dabei auf meine nachhaltige Unterstützung und auch auf das Commitment der Helmholtz-Gemeinschaft zählen. In diesem Sinne alles, alles Gute. Ja, vielen lieben Dank an Professor Wiesler für diese Worte und wir machen selbstverständlich weiter. Die Industrie, die Beteiligung der Partner aus der Industrie ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir einen dieser Partner zu Wort kommen lassen mit seinem Grußwort.
Dr. Detlef Kratz, der Präsident von, ich muss es ablesen, Process Research and Chemical Engineering von BASF, sieht, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht weniger als eine Revolution hier kommen. Hören wir. Ja, ich hoffe, Sie hören mich. Das wäre gut, wenn Sie kurz ein Ja sagen. Und ich freue mich natürlich ja auch an diesem Auftakt, auf der Auftaktveranstaltung heute dabei zu sein. Zwar virtuell, und ich möchte mich auch an die Vorrednerinnen und Vorredner, die noch kommen werden, bedanken, aber natürlich auch an alle, die zugeschaltet sind, eben virtuell. Und ich verspreche, das kann ich wirklich versprechen, dass ich möglichst bald in Berlin wieder vorbeischaue, am Institut vom Helmholtz und natürlich in Adlershof. Wir haben es gerade gehört, Herr Wiesler hat so schön gesagt, wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen, und die wichtigste ist sicherlich die Bekämpfung des weltweiten Klimawandels. Und ich denke mir, in Deutschland ist es auch die Erreichung der Energiewende. Und es ist die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, und das zudem nicht nur einen enormen Zeitdruck erzeugt, sondern es erfordert auch eine weitreichende technologische Transformation. Und die Herausforderungen sind wahrhaftig enorm, und dazu brauchen wir, eben wie gerade gehört, revolutionäre Lösungen. Und genau das hat sich CatLab ja vorgenommen. Denn in der Einladung oben rechts heißt es ganz treffend, CatLab soll die Welt der Katalysatoren revolutionieren. Und dazu brauchen wir selbstverständlich auch revolutionäre Forschungsansätze. Aber auch, und das ist mir wirklich wichtig, eine breite Akzeptanz bei der Umsetzung der neuen Technologien in der Gesellschaft. Denn eins ist klar, diese Revolution kommt nicht ohne zusätzliche Kosten, und deshalb wird auch die Gesellschaft und der Endverbraucher sich daran gewöhnen müssen. Nun ist ein zentrales Forschungsthema von CatLab die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff. Und das passt aus der Sicht der Industrie auf jeden Fall wunderbar, denn wir nutzen den Wasserstoff fast ausschließlich stofflich und nicht energetisch. Immerhin ist Wasserstoff ein essentieller Baustein in unseren vielfältigen Wertschöpfungsketten. Und gerade mal zur Orientierung, wie wichtig das ist für uns als BASF: wir alleine benötigen ca. 1 Million Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Und leider ist der heutige Produktionsprozess mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Und eben deshalb ist die Verringerung dieser Emissionen für die Transformation der Chemieproduktion eine zentrale Aufgabe und kommt einer Revolution nahe. Als BASF verfolgen wir einen sehr technologieoffenen Ansatz bei der Herstellung von Wasserstoff. Wir verfolgen zum Beispiel die Herstellung über eine Methanpyrolyse, aber auch anderer Technologien auf Basis erneuerbarer Energie, wie die Wasserelektrolyse. Nun habe ich über die Revolution gesprochen, aber eine Revolution, die kommt selten allein. Und dazu braucht man starke Partnerschaften. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, das wird oft zitiert, einer partnerschaftlichen Revolution in der Katalyse. Und die hat auch enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt. Es ist die industrielle Realisierung der Ammoniaksynthese. Denn mit der Ammoniaksynthese wurde die nachhaltige Ernährung für die Menschheit ermöglicht. Und sie ist zugleich ein hervorragendes Beispiel von einer erfolgreichen Partnerschaft von akademischer und industrieller Forschung, ausgezeichnet mit Nobelpreisen. Mit der Bekämpfung des Klimawandels stehen wir 100 Jahre später vor einer ebenso großen Herausforderung. Und diese Herausforderung hat sich CatLab gestellt. Denn mit der Bereitstellung von CO2-freiem Wasserstoff kann Ammoniak nicht nur für die Ernährung gut sein, sondern auch zusätzlich zu einem klimafreundlichen Chemikalie werden, zu einem Grundstoff. Apropos Partnerschaften, wir haben heute schon eine langjährige und sehr erfolgreiche Forschungspartnerschaft mit Robert Schlögl. Vor 10 Jahren hat BASF zusammen mit den Partnern TU Berlin und Unicat das Joint Lab, nämlich BATSCAT, mit dem Fokus auf heterogene Katalyse in Berlin gegründet. Und der Vertrag, das freut mich wirklich, wurde vor 2 Wochen für weitere 5 Jahre erneuert. Und damit bleibt Berlin aus BASF-Sicht mehr denn je ein Standort mit starken Partnern für eine erfolgreiche Katalyseforschung. Und CatLab gehört nun auch dazu. Vielleicht ein letzter Punkt und ein letzter Gedanke. Der Schlüsselfaktor für den Erfolg, wir hatten es auch gerade eben gehört, das ist sicherlich die Bündelung von Kompetenzen, aber auch die unterschiedlichen Perspektiven, die die Partner einbringen. Und CatLab, da bin ich mir ganz sicher, wird auf jeden Fall neue Perspektiven schaffen.
Mir fallen vier ein. Das erste, ein breites Spektrum an Operandomethoden und neuartigen Katalysatorkonzepten, zum Beispiel wie die moderne Dünnschichttechnologie. Zweitens, durch die Digitalisierung, denn mit konsequenter Datengeneration und Datenanalyse, komplementiert durch Machine Learning und künstliche Intelligenz, können neue Perspektiven sicherlich geschaffen werden. Drittens, als BSF bringen wir unsere Perspektive der industriellen Realisierungsoptionen ein. Es gilt nämlich auch, den Blick frühzeitig auf das Reaktordesign und die Reaktionsführung zu werfen. Und viertens, als Industriepartner schauen wir selbstverständlich auf Machbarkeit und Bezahlbarkeit. Denn als Grundvoraussetzung bleibt, und das ist ganz wichtig, die zuverlässige Bereitstellung von erneuerbarer Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen, wenn wir die dann umsetzen wollen in Produkte, die der Konsument dann und der Kunde übernimmt. Ja, liebes CatLab-Team, ich bin überzeugt, dass wir als Partner erfolgreich zusammenarbeiten werden und auch die wichtigen Bausteine für eine klimafreundliche Chemie liefern werden. Und damit wünsche ich allen einen guten Start, viel Erfolg bei den ambitionierten Zielen und ich freue mich persönlich auf viele revolutionäre Ideen, überraschend neue Perspektiven und selbstverständlich auf eine Umsetzung der Innovationen in der chemischen Industrie. Und damit auf geht's und ich freue mich schon auf einen nächsten Besuch. Lieber Dr. Kratz, vielen Dank für Ihre Worte. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sie hier jederzeit, wann immer Sie aufschlagen, im Südosten Berlins offene Türen vorfinden werden. Hier wird schon kräftig genickt. Sie können das nicht sehen, aber hier nickt gerade alles. Normalerweise sagt man, aller guten Dinge sind drei. Ich hoffe mal, dass aller guten Dinge in diesem Fall zwei sind und würde mich sehr freuen, wenn uns jetzt die Präsidentin der Humboldt-Universität, Frau Professor Sabine Kunst, mit ihren Grußworten, wie schon mal kurz angedeutet, ein bisschen näher bringt, die Perspektiven, die eben auch, Perspektiven haben wir eben schon drüber gesprochen, aber eben auch die Perspektiven einer gelungenen Wissenschaftskooperation, was die uns bringen können. Und ich sehe Sie hinter mir. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen an alle, die direkt vor Ort sind, sehr geehrtes CatLab-Team, Direktorium, sehr geehrte Podiumsteilnehmerinnen, verehrte Gäste, sehr geehrte Kollegen und Vorredner. Ein herzliches Willkommen auch meinerseits aus der Humboldt-Universität, der ersten Heimat des Katalysezentrums. Das CatLab in Berlin-Adlershof ist aus meiner Sicht ein ausgezeichnetes Beispiel für gelungene Wissenschaftskooperation an einem großen deutschen Wissenschafts- und Technologiestandort. Und wir von der Humboldt-Universität freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem HZB, dem Fritz-Haber-Institut sowie dem Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion. Ganz besonders freut uns natürlich, dass neben dem Berliner Elektronensynchrotron auch unser IRIS-Forschungsbau einer der Kondensationskeime dieser neuen und zukunftsträchtigen Initiative bildet. Mit dem hochmodernen Gebäudekomplex haben Bund und das Land Berlin und die Humboldt-Universität eine einzigartige Forschungsinfrastruktur schaffen können für die Entwicklung neuartiger Materialsysteme, sodass ich mich nochmal ganz herzlich auch bei den Geldgebern bedanken möchte. Zunächst standen dabei Hybridsysteme aus anorganischen Halbleitern, konjugierten organischen Molekülen und metallischen Nanostrukturen im Vordergrund, mit denen die Herstellung neuer elektronischer, optoelektronischer und photonischer Bauelemente basierend auf Methoden der Dünnschichttechnologie gelingen soll. Aber auch die Entwicklung und Erforschung neuartiger Dünnschichtkatalysatoren, die zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ja so wichtig sind, kann von der neuen, hochinstallierten und von den super ausgestatteten Laboren im Forschungsbau profitieren. Über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CatLabs nutzen daher gemeinsam mit den Forscherinnen und Forschern von IRIS Adlershof die kürzlich fertiggestellten Büros und Labore unseres Forschungsneubaus auf dem naturwissenschaftlichen Campus quasi in Sichtweite des HZBs. Dabei ist das CatLab keineswegs eine Art Untermieter.
Vielmehr etabliert sich hier gerade eine weitere spannende Kooperation zwischen universitären und außeruniversitären Forschungsgruppen auf dem Gebiet der Katalyse, wie sie ja zum Beispiel, das wurde gerade erwähnt von Herrn Kratz, auch im Exzellenzcluster Uni SISCAT erfolgreich läuft. Und dabei ist die räumliche Nähe die Voraussetzung mit, denke ich, und das ist eine alte Erfahrung, sich in innovativen Ansätzen der Forschung auch durchzuschlagen und durchzuprägen. Schließlich verbindet der Neubau ja in Adlershof Physik und Chemie, Experiment und Theorie, und davon wird auch das CatLab profitieren. Neue Ausgangspunkte für eine enge synergetische Zusammenarbeit sind unter anderem die Oberflächen- und Operandoanalytik, Dünnschicht-Technologieverfahren und vor allem auch die gemeinsame Arbeit in der Elektronenmikroskopie. Und in diesem Zusammenhang ist geplant, durch Bündelung von Ressourcen der HU, des HZB, des FHI ein berlinweites Elektronenmikroskopiezentrum zu etablieren, das auch den in der Berlin University Alliance zusammengeschlossenen Hochschulen offenstehen wird. Also von daher, wenn uns das gelingt, wäre das ein wichtiger Erfolg auch für die Alliance mit Ihnen zusammen. Daneben planen wir die erfolgreiche Arbeit des Iris Adlershof im Rahmen eines neu zu gründenden Institute for the Science of Materials Berlin zu verstetigen. Und dort wird die Katalyse einen zentralen Forschungsschwerpunkt bilden. Sie sehen, wir haben noch viel vor. Den ersten wichtigen Schritt neben der räumlichen Unterbringung haben wir mit der Vertragsgestaltung in Form einer öffentlich-rechtlichen Kooperation gemacht, die jetzt die Basis für unbürokratische Formen der Zusammenarbeit sein soll. Und es freut mich als Präsidentin der Universität, dass wir diese Entwicklung gemeinsam beschreiten werden. Und ich bin sicher, dass wir irgendwann auch die Erfolge gemeinsam feiern können. Von daher verbleibt mir nur, allen Beteiligten gutes Gelingen zu wünschen und jetzt sich zu freuen, auch an einer Erfolgsgeschichte von Adlershof mit teilzuhaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Stratmann, da bin ich jetzt richtig in time. Ohne Überziehung. Also von daher alle lieben Grüße nach Adlershof, demnächst in Live und Farbe. Dankeschön. Ja, Frau Präsidentin, Adlershof grüßt Sie natürlich auch und bedankt sich für die Worte. Sie hat bereits den jetzt folgenden Redner angesprochen, Professor Martin Stratmann, den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, der natürlich auch noch mal mit ganz eigenen Überlegungen in diese Wissenschaftskooperation hineingeht. Lauschen wir seinen Worten. Wir grüßen Sie. Ja, ich möchte erstmal alle ganz herzlich willkommen heißen. Und das war sehr nett gemeint, dass Sie alle mir lauschen können. Ich hoffe, das klappt auch. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, dass wir das überwunden haben. Ich grüße alle Anwesenden ganz herzlich, Herrn Kaufmann, Ottmar, Frau Kunst, aber auch Robert Schlögel natürlich und Herrn Rech, und freue mich, dass wir heute in diesem Event zusammengeschaltet wurden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Glück hat ein Katalysator kein Ego. Ein innovatives katalytisches Verfahren schafft es nämlich im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Sensationen oder im Gegensatz zu anderen technologischen Protagonisten der Energiewende, wir denken zum Beispiel an Windräder, selten auf die Titelseiten eines Massenmediums. Das ist eigentlich ein bisschen ungerecht, denn leistungsfähige Katalysatoren werden bei der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen. Diese Energiewende wird und muss kommen. Allerdings nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen. In diesen Vorstellungen wird Sonnenenergie in Strom umgewandelt durch Photovoltaikanlagen oder indirekt durch Windräder. Und der Strom wird einer direkten Verwendung oder Speicherung zugeführt, wie zum Beispiel in batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das Bild suggeriert auch ein wenig die Hoffnung, wir könnten in Deutschland in Bezug auf die Energieproduktion autark werden. Ein schönes Bild, aber es ist grundfalsch. Deutschland wird nie autark von grüner Energie leben können. Und das ist nicht eine Frage des Wollens, sondern nach meiner festen Überzeugung eine Frage der Geografie. Ich bin davon überzeugt, dass weniger als 30% das ist, was wir erreichen können,
wenn wir in Deutschland Energie erzeugen wollen. Wir werden immer Energie importieren müssen und teilweise wird das aus fernen, sonnenreichen Landen geschehen müssen. Und damit kommen Energiespeicherung und Transport eine Schlüsselrolle zu. Und solange wir nicht über große supraleitende Kabel, vielleicht bei Raumtemperatur, verfügen, werden beide, die Energiespeicherung und der Transport, über energiereiche chemische Verbindungen erfolgen, so wie uns das die Natur schon sehr lange vormacht. Wasserstoff wird dabei eine zentrale Rolle spielen, und zwar aus folgendem Grund. Er lässt sich erstens sowohl aus Wasser, aber auch aus Biomasse über elektrochemische und chemische Prozesse gewinnen. Und er lässt sich, und das ist auch interessant, zweitens im Anschluss chemisch weiterprozessieren, um Grundstoffe zu generieren, die dann in der weiteren energetischen oder stofflichen Prozesskette eine zentrale Rolle spielen. Eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft, die grünen Wasserstoff zwischenzeitlich an Trägermoleküle bindet, ist in Verbindung mit regenerativer Energie per se die Lösung, auf die wir setzen sollten, um die Verwendung von fossilem Kohlenstoff zu minimieren. Drei Grundvoraussetzungen müssen dabei aber mitbedacht werden, damit der Ansatz überhaupt Sinn ergibt. Erstens, eine tatsächlich globale Vernetzung von Energieerzeugung, Transport und Nutzung. Und zweitens, die zeitliche und räumliche Kopplung ganz verschiedener energetischer und stofflicher industrieller Prozesse, die heute noch weitgehend unabhängig voneinander und parallel ablaufen, da Öl und Gas zu wirklich geringen Kosten beliebig speicherbar und transportierbar sind. Und zum Dritten, in jedem Einzelschritt spielen moderne Katalysatoren die zentrale Rolle. Denn wir dürfen nie vergessen, wenn der Energiewende zugrunde liegende Gesamtprozess zu teuer wird, dann wird er gesellschaftlich weder bei uns noch in Schwellenländern akzeptiert werden. Und Kosten lassen sich nicht zuletzt durch effiziente Katalysatoren deutlich verringern. Das ist etwas, was uns die chemische Industrie täglich vormacht. Und hier setzt CatLab ein. Und hier stellt sich die eigentlich zentrale Forschungsfrage ganz in den Mittelpunkt der Interessen von CatLab. Die Abtrennung von Wasserstoff aus Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel Biomasse, und die Bindung von Wasserstoff an CO2. Um eine bessere Steuerbarkeit und damit Effizienz in großem Maßstab zu erzielen, wie wir sie für die Energiewende sicherlich brauchen, ist dabei eine neue Generation von Katalysatorsystemen notwendig. Diese sollen hier in CatLab entstehen und weitgehend auf einer Dünnschicht-Technologie basieren. 2D soll in Zukunft die konventionelle Pulverform von Katalysatoren ablösen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Wort. Denn auch konventionelle Katalysatoren sind wirklich hoch entwickelt. Und diesem hohen Anspruch kann man nur gerecht werden, wenn man sich ambitioniert an das rationale Design von Katalysatoren herantastet. Etwas, das heute erst in Ansätzen funktioniert. Aber in Zukunft durch neue experimentelle Ansätze einerseits und eine computergestützte Simulation andererseits eine echte Chance hat. Mittel- und langfristig sehe ich übrigens auch in der Entwicklung von Quantencomputern ganz neue Ansätze, die quantenchemische Simulation komplexer Grenzflächen, wie zum Beispiel bei der Elektrolyse, deutlich voranzutreiben. Das CatLab kann und soll all das erreichen. Und zwar nicht nur auf dem Papier. Schon im frühen Stadium soll die Hochskalierung auf industrielle Maßstäbe mitgedacht und getestet werden. Nur ich muss offen sagen, das alles sind hochgesteckte Ziele, die sich nur erreichen lassen, wenn ein erstklassiges Team mit ausreichend Mitteln ausgestattet sich zusammenschließt und gemeinsam auf den Weg begibt. Die fachliche Brillanz ist bei CatLab da. Und das sage ich aus voller Überzeugung. Und auch die Finanzierung ist großzügig. Ich möchte im Namen der Max-Planck-Gesellschaft daher an dieser Stelle ganz herzlich der Helmholtz-Gemeinschaft, der Humboldt-Universität sowie auch den Partnern aus der Industrie wie BASF für ihre Unterstützung für dieses großartige Projekt danken. Vor allem aber dem BMBF für das Vertrauen und die finanzielle Förderung, die ein Volumen von fast 60 Millionen Euro umfasst. Zum Schluss wünsche ich unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Fortune.
auch im Eigeninteresse eines jeden von uns. Denn die Zeit drängt. Ähnlich wie in der Corona-Krise hilft individuelles, vernunftgeleitetes Handeln bei der Eindämmung der Klimakrise. Letztlich werden aber nur Wissenschaft und Technologie eine tragfähige Lösung schaffen. Das ist beim Impfen so und das ist auch in der Katalyseforschung so. Der globale Klimawandel wird nicht in Deutschland entschieden werden, egal wie vorbildlich wir uns verhalten. Es sei denn, wir leisten einen Beitrag auf der Ebene der Grundlagenwissenschaft, der Technologie, der Ingenieurwissenschaft im Anlagenbau. Und hier haben wir eine ideale Ausgangsposition und im Übrigen auch eine der großen ökonomischen Chancen dieses Jahrhunderts. CatLab zeigt also den Weg auf. Also lassen Sie uns losgehen. Herzlichen Dank. In letzter Sekunde dezent aus dem Bild gehopst. Sollte irgendjemand was nicht gesehen haben, es tut mir leid. Ich hatte das jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Professor Wiester hat die beiden Herren, die ich jetzt zu mir bitten darf, als die Motoren des Projekts bezeichnet, auch als Tandem. Und alles, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass es in der Tat ein Tandem ist, wie ich es selten erlebt habe, nämlich dass tatsächlich beide drauf sitzen und beide strampeln. Ich kenne Tandems in der Regel nur so, dass in der Regel der hinten sitzt, keinen Bock hat zu strampeln und lässt den vorne strampeln. Das scheint hier wirklich anders zu sein. Beide haben Spaß, beide sind sich auch der Verantwortung bewusst und freuen sich auf dieses fantastische Projekt, das jetzt endlich losgeht. Herr Professor Rech, Herr Professor Schlögel, darf ich Sie bitte an meine Seite bitten? Schon ein Applaus wert, finde ich. Es sind schon viele Worte jetzt gefallen über dieses Projekt, aber ich finde vielleicht auch für diejenigen, die zuschauen, vielleicht ist ja doch der eine oder andere darunter, der sagt, okay, CatLab, grob habe ich es verstanden, aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Details hin. Was konkret soll erforscht werden? Ja, ich fange vielleicht noch ein bisschen grundlegender an, weil es kam ja heute oft die Covid-19-Pandemie. Und wenn man dann anschaut, es gibt wirklich viel zu tun und was könnten Aha-Regeln sein für eine Energieversorgung global der Zukunft? Und ich glaube, es kam mehrfach, wir brauchen erneuerbare Energie, wir brauchen viel erneuerbaren elektrischen Strom. Der kann sehr gut aus Solarzellen kommen. Hier ist das HZB sehr, sehr engagiert in der Forschung, den Wirkungsgrad zu erhöhen. Aber dort, wo die Sonne mehr scheint, wird man auch mit der besten Solarzelle noch mehr Strom generieren. Dort kann man dann noch mehr Energie erzeugen, aber nur am Tage. Also das Problem der Speicherung, der Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energieträger ist eine der ganz großen Herausforderungen. Dafür brauchen wir Katalysatoren. Und dann wurde es in den Vorgesprächen auch gesagt, wir brauchen viele stoffliche Energieträger. Wir müssen unsere Chemieindustrie global nachhaltig gestalten. Dort gibt es immer an allen Schritten, Herr Strattmann hat es gerade sehr klar ausgedrückt, überall brauchen wir Katalysatoren. Und das Dritte in dieser AHA-Regel ist, dass wir das alles global auf große Dimensionen ausrollen. Und das geht nur zusammen mit industriellen Partnern, mit der Wirtschaft. Und vielleicht als Viertes natürlich müssen wir alle mitmachen. Wir brauchen die Akzeptanz. Wir müssen alle zusammen an dieser globalen Transformation arbeiten. Und ein Schlüssel dabei sind, wie gesagt, die Katalysatoren. Wir setzen hier auf Dünnschichttechnologien, um viel das Wort 2D-Katalysatoren zu entwickeln. Wir setzen auf eine Digitalisierung der Katalysatorforschung. Und wir setzen darauf, das Ganze operando zu verstehen, schon im
Labor hier an unserem Synchrotron BESTE2 zu verstehen, wie diese Katalysatoren funktionieren, um dann ganz schnell skalieren zu können. Und um dann vielleicht ein bisschen mehr ins Detail der Katalyse zu gehen, gebe ich gerne an den Tandempartner weiter. Ich weiß gar nicht, ob der hinten oder vorne strampelt. Wir nehmen natürlich gern vielleicht so eine Dresine, wo man nebeneinander sitzt und sich auch mal unterhalten kann. Ja, das scheint mir auch fast das bessere Vehikel für Sie beide zu sein. Über die genaue Katalyse vielleicht einen Moment später, weil ich würde, Herr Schlögel, schon ganz gerne noch ein bisschen mehr auch über die Partner wissen. Was zeichnet die aus? Was bringen die einzeln mit, sodass das dann wirklich Hand in Hand greift und man gemeinsam nach vorne sich gegenseitig Schub gibt? Ja, da kann man mehrere Antworten geben dazu. Wir beginnen aber zuerst noch einmal mit diesem Dringlichkeitsphänomen, denn diese Partner sind dadurch gekennzeichnet, dass sie willens sind, jetzt wirklich mal anzufangen. Und ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass das nicht überall der Fall ist. Also wir beschließen gerade diese Woche ein neues Klimaschutzgesetz. Und ich bin nicht sicher, ob sich alle Leute überlegt haben, was das heißt. Jedes Jahr 33 Millionen Tonnen CO2 weniger in Deutschland. Kann man sagen, oh, 33 Millionen ist ja nicht so viel. Das rechne ich jetzt runter. Jeden Arbeitstag 100.000 Tonnen weniger. Also während wir da sitzen, 20.000 Tonnen CO2 vermieden. Na, schauen wir mal, wie man das hinkriegt. Also wenn Sie sich diese Dimension vorstellen, dann müssen Sie wirklich sehr gute Partner haben, also die gut miteinander treten. Die Max-Planck-Gesellschaft kommt von der Grundlagenforschung her und hat schon jeher und insbesondere auch im Fritz-Haber-Institut wesentlich dazu beigetragen, dass die Menschheit überhaupt versteht, wie Katalyse funktioniert. Da kann man jetzt ernsthaft ein Schild dran machen, das ist Fritz-Haber live. Und ich bin sehr glücklich, dass nicht nur ich hier sein darf, sondern auch zwei Kollegen, die sich danach auch noch kennenlernen werden. Also Sie sehen, das Commitment des Fritz-Haber-Instituts in dieser Partnerschaft ist sehr stark und ganz massiv vorhanden. Wir sind grundlagenlastig. Wir sind dazu da, zu verstehen, wie das funktioniert. Aber wir können eben das nur verstehen, und das können wir vielleicht danach noch vertiefen, wenn wir den Katalysator bei der Arbeit zusehen, und zwar genau zuschauen. Und nicht irgendwie ein Bein wenig Arbeit und nicht nur ganz kurz, sondern genau, wenn der das tut, was wir wollen. Der andere Partner bringt uns die Technologie, die wir brauchen, damit der Katalysator zum Einsatz kommt. Bisher müssen Sie sich Katalysatoren vorstellen, sind im Wesentlichen schwarze Pulver, die so in hundekuchenartige Formen gepresst werden und in Rohre gefüllt werden. Da kommt eine Gasflamme außen hin und dann fahren Sie da hin und her und dann wird die Energie zugeführt. Das klingt relativ archaisch, aber ungefähr so ist es auch. Und das muss sich drastisch ändern, damit wir effizienter werden. Und dazu brauchen wir nicht nur die Technologie, wie der Katalysator der Reaktion dargeboten wird, sondern wir brauchen auch eine Reaktionsumgebung, mit deren Hilfe wir Energie sparen können. Und beide diese Dinge kommen vom anderen Partner. Und wir beide haben eigentlich keine Ahnung, wie Katalysereaktoren wirklich funktionieren, weil wir forschen nur daran, aber wir machen die nicht. Und darum haben wir den dritten Partner, BASF, der verdient sein Geld damit, das in die Technik umzusetzen. Und damit ist es klar, der hat ein großes Interesse, dass das funktioniert. Das Material wird eben vom HZB geliefert und wir erklären dann vielleicht, wie es funktioniert und was man als nächstes auf die dünne Schicht machen sollte. So ungefähr funktioniert das. Selbst ich habe es verstanden. Ein Aspekt noch, natürlich die Menschen, die Köpfe, die dann daran arbeiten werden. Zum einen, haben wir genügend Talente und Wissenschaftler, die all dieses Know-how mitbringen, was da jetzt gebündelt notwendig ist? Und wie führt man die alle zusammen? Gut, ich glaube, zuerst haben wir auf jeden Fall mal schon ein gutes Team, Robert hat es erwähnt, mit dem wir anfangen. Der Herr Wiesler hat aber auch noch mal darauf hingewiesen, wir wollen natürlich auch noch die besten Köpfe weltweit auch für das Projekt interessieren, mit hierher holen an diesen spannenden Campus. Wir sind, glaube ich, hier in einem ganz engen Schulterschluss erstmal, dass ein Teil des Fritz-Haber-Instituts und des CEC in Mülheim ja schon hier vor Ort gezogen ist in den IRIS-Forschungsbau, wo wir die Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität verstärken. Wir haben die Zusammenarbeiten im Exzellenzcluster Unisyscat hier in Berlin. Also es gibt ganz, ganz viel kritische Masse. Und da sind wir sehr überzeugt, dass wir die noch weiter verbessern können. Aber wir wollten jetzt, und der Robert hat es gesagt, wir wollten richtig loslegen. Und zwar sehr schnell, trotz Covid, trotz vieles noch online, ist es uns schon gelungen, erste Aktivitäten hier voranzuziehen, Elektronenmikroskope umzuziehen, die schon genutzt werden. Also ich glaube, das ist die Essenz und diesen Pioniergeist, den finde ich auch ganz toll. Und das finde ich also tatsächlich ganz toll auch an unseren
Freunden, Partnerinnen von der Max-Planck-Gesellschaft, dass sie wirklich hier vor Ort teilweise auch hier sitzen, dass sie mit uns zusammenarbeiten und natürlich unser Synchrotron BESSE, für das das auch eine ganz neue Herausforderung sein wird und wo wir auch neue Techniken alle zusammen aufbauen. Also das Team ist ganz entscheidend, wir müssen es verstärken, aber wir legen los. Sie klingen wahnsinnig optimistisch, aber ich glaube, das ist so eine Grundstimmung, die ich hier gerade auch festmachen kann. Mit viel Kraft und wirklich viel Optimismus wird diese Aufgabe angegangen. Herr Schlügel, jetzt lassen Sie uns genauer auf die Katalyse schauen. Otto Normalbürger hört Katalysator und denkt ans Auto und nicht einen Hauch weiter, weil er es auch nicht weiß. Woher soll das wissen? Aber das, was hier passiert, ist was völlig anderes. Was ist es? Das ist von der Wissenschaft her nicht völlig anders, aber so wie mein Präsident vorhin gesagt hat, hat eben kein Ego. Sie wissen nicht, dass in nahezu jedem Produkt, das in diesem Raum ich sehen kann, war ein Katalysator beteiligt. Die Farbe, das, was wir anhaben, die Gerätschaften, die vor uns stehen, der Lack, mit dem das hier angestrichen ist, alles das hat einen Katalysator gesehen. Deswegen kann man wirklich fest sagen, ohne Katalyse gäbe es nichts in diesem Raum, außer die Menschen, und die hätten da vielleicht noch ein Nahrungsproblem. So, Katalyse funktioniert grundsätzlich dadurch, hat auch mein Präsident sehr schön dargestellt, indem er die Geschwindigkeit des Ablaufs einer chemischen Reaktion verändert. Die chemische Reaktion ist die, die wir haben wollen. Normal wollen wir Stoffe herstellen, in CatLab wollen wir vor allen Dingen auch Energie speichern. Das ist ein anderer Zweck, da spielt der Stoff keine so große Rolle. Ja, wie tut er das? Das ist die entscheidende Frage und das hat jetzt 120 Jahre gedauert, bis wir das verstanden haben. Wilhelm Ostwald, der schon zitiert worden ist, war der Meinung, der Katalysator ist starr und es passiert irgendetwas auf seiner Oberfläche und dann ist schon gut. Und das haben wir leider in den letzten 30 Jahren herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern der Katalysator, der zaubert nicht, sondern der geht in innige Wechselwirkung mit dem, was auf seiner Oberfläche passiert. Also er verbindet sich mit dem, das kann man sich so wie bei einer Party vorstellen, würde ich sagen. Da findet eine heiße Party auf der Oberfläche statt. Okay. Und die Besonderheit des Katalysators ist nur wie bei einer normalen Party, dass am nächsten Wochenende wieder weitergeht. Das heißt, der Katalysator ist in der Lage, durch dynamische Prozesse sich wieder in den Ausgangszustand selbst zu regenerieren. Hat man auch einen Kater? Ja, ja, ganz sicher. Auch der Katalysator hat einen Kater, den nennt man dann Ruhezeit, also den braucht er auch. Also der geht nicht die ganze Zeit. Und was er da dazwischen tut, wissen wir nicht so ganz genau. Da ist ein Vorhang dazwischen, den wir auch nicht lüften können, weil wir den Katalysator in der Arbeit nur sehen können, wenn er wirklich was tut, aber wenn er ruht, sieht man ihn nicht. Also, aber das Besondere daran ist, und das macht eigentlich CatLab, dass die Effizienz, mit der diese Party stattfindet, eben nicht nur von der Oberfläche stattfindet, wo die Teilchen sind, die sich da miteinander vereinigen und wieder trennen, sondern von der Unterlage. Also der Tanzfloor ist ein ganz entscheidender Teil davon. Den hat man so normalerweise nicht im Bild und da denkt man sich, naja, den muss halt das Ganze festhalten. Und wir haben gelernt und werden, das ist der große der Schlüssel für die Zukunft, diesen Tanzfloor zu gestalten. Also mit dem spielen wir in der Zukunft. Wir führen dem Energie zu, so ähnlich wie Sie das zu Hause machen mit dem Induktionskocher. Da stellen Sie auch den Kochtopf drauf und dann wird nur der innen heiß. Und diesen Kochtopfeffekt, den wollen wir auch bei unseren Katalysatoren ansetzen. Und zum anderen werden wir natürlich dafür sorgen, dass die Kochtöpfe dann auch die richtige Spannung haben. Also wir legen da sowohl wirklich Potenzial an, als auch mechanische Spannung und das machen wir durch Beeinflussung der Unterlage. Also die Unterlage des Katalysators ist unser zentrales Forschungsfeld, an dem wir arbeiten. Und das ist bisher zwar bekannt, dass das wichtig ist, aber man hat keinen Zugang dazu. Und wir schaffen jetzt einen Zugang, einen erstmaligen, einen experimentellen und nicht nur phänomenologischen Zugang. Und dann kommt der Wasserstoff noch mit ins Spiel, ja. Natürlich. Und der verfügt über was für Eigenschaften, dass es ihn so besonders macht, wenn es hier jetzt eben auch um die Klimawende geht? Gut, das ganz Besondere am Wasserstoff ist natürlich erstmal, wenn wir Wasserstoff verbrennen, dann entsteht Wasser, eben kein schädliches CO2. Aber die Zielsetzung ist natürlich bei uns einerseits, den Wasserstoff erstmal mit grüner Energie herzustellen. Das ist ein Thema, das kann man über Elektrolyse machen. Auch dort wollen wir neue Dünnschichtkatalysatoren entwickeln. Der andere wichtige Schritt ist, dass wenn Kohlenwasserstoffverbindungen hat, den Wasserstoff abzutrennen, dass zum Beispiel einfach die Kohle übrig bleibt, dass es eben auch kein schädliches CO2 entsteht. Und dann geht es darum, dass wir im Prinzip diese ganze Chemie aus Kohlenstoff, Wasserstoff versuchen so zu nutzen, dass wir am Ende nicht ins CO2 fallen, sondern wenn ein Abgas entsteht, es eben Wasserdampf ist, dass wir CO2 binden können an die chemischen
chemisch binden können, zum Beispiel bei der Herstellung von aus Wasserstoff an synthetischen Kraftstoffen. Und das sind ganz viele verschiedene katalytische Schritte oder Katalysatoren, die derzeit dafür bereits eingesetzt werden. Und überall dort versprechen wir uns mit unserem Ansatz, neue Wege aufzeigen zu können. Das ist also ganz spannend, aber wir sind so die ersten Ergebnisse. Da höre ich aber mehr dem Katalyse-Experten zu, dass es schon so die erste Anzeichen gibt, das könnte funktionieren für die ein oder andere chemische Reaktion. Und das Wichtige jetzt von unserer Seite, wir kommen von der Dünnschichttechnologie, ist ein bisschen neues Denken auch. Das, was wir vorher als nicht optimale Schritte gesehen haben, zum Beispiel für die Solarzellen, ist plötzlich für die Katalyseforscher ganz spannend. Dort, wo wir Defekte vermeiden, sagen die, das ist ein besonders spannender Defekt. Und diese Prozesse, die wir haben, die sind manchmal bei hohen Temperaturen, versuchen wir zu kontrollieren. Und das, also es ist viel, viel Neuland dort dabei. Und überall spielt der Wasserstoff und auch der Kohlenstoff und die Chemie eine zentrale Rolle. Am Ende des Tages, und deshalb gibt es ja auch diese enge Kooperation mit der Industrie, stehen dann Anwendungen. Anwendungen welcher Form? Hat mein Trainingspartner schon gesagt. Sagen wir jetzt mal Trainingspartner. Noch mal ein bisschen ausführen vielleicht. Also es gibt einen, der sehr wichtig ist. Wir würden sehr gerne, um bei dem Partybild zu bleiben, auch den Alkohol machen, den man dafür braucht. Das super gibt, Idee, alles aus einer das, Hand. Das funktioniert bisher nicht. Also wir können Alkohol nur biotechnologisch herstellen, aber nicht katalytisch, oder Biotechnologie ist auch eine Katalyse, aber nicht mit den Verfahren, die wir heute verwenden. Und könnten wir das in den richtig großen Mengen, könnten wir zum Beispiel das sehr gut daraus Kraftstoffe machen. Wir könnten gerne auch mit dem Alkohol fahren, so wie das in Brasilien der Fall ist, aber bei uns ist das, glaube ich, noch etwas zu teuer. Und wir könnten eine völlig neue Chemie aufbauen, bei dem nicht Erdöl die Basis ist, sondern Alkohol die Basis ist. Das wäre sehr attraktiv, aber geht im Augenblick nicht. Also wir würden wahrscheinlich nicht die Endprodukte revolutionieren mit dem, was wir in CatLab tun, sondern die Wege, wie man zu den Endprodukten kommt. Die Chemie kann man sich so vorstellen wie einen Baum mit ganz vielen Blättern, das sind die Produkte, aber der hat eben auch Zweige und der hat einen Stamm und am Ende ein paar Wurzeln. Und das CatLab steckt genau an der Stelle, wo die Wurzeln aus dem Boden kommen und den Stamm bilden. Diese Stoffe, die dort gemacht werden, die sind die Targets, die wir brauchen, weil da kann man die meiste Energie sparen, da kann man das meiste CO2 sparen und da kann man natürlich den größten Hebel ansetzen, um CO2 aus dem Energiesystem zu nehmen. Ich würde ganz gern bei diesem Bild bleiben. Also wir befinden uns an diesem Übergang aus den Wurzeln rauskommend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da soll richtig was hochwachsen, von was für Zeithorizonten sprechen wir denn hier? Ja, also wir wollen, also wir legen jetzt eben mit CatLab los, aber wir haben losgelegt. Wir hoffen, dass wir schon in den ersten 2-3 Jahren wirklich relevante Ergebnisse erzielen, dass wir auch erste Dinge mit Industriepartnern zusammen weiterentwickeln können. Wir haben jetzt sehr früh beim Thema Reaktordesign zum Beispiel schon mit der BASF angefangen zu reden, zu diskutieren, zu entwickeln. Also wir sind einerseits im Aufbau, aber die Dringlichkeit des Problems, glaube ich, erfordert schon, dass wir versuchen, auch direkt erste Ideen in die Umsetzung voranzutreiben. Und wenn wir in dem Bild des Baums und der Wurzeln bleiben, sagen wir mal, glaube ich, wir haben eine gewisse bayerische Ruhe, das heißt aber auch Kraft dahinter. Also wir wollen mit dieser Ruhe und mit der Kraft hier jetzt vorankommen. Und wenn wir diesen, vielleicht nochmal den Bild des Baumes, der gefällt mir auch sehr. Wir müssen hier Prozesse fahren, die die Natur geht. Und wenn Sie die Photosynthese anschauen, dann funktioniert das im Baum mit vielen Blättern alles im Prinzip sehr mit, sagen wir mal, geringer Effizienz, würden wir sagen. Aber die Natur ist auch anders organisiert. Wir müssen jetzt alle Prozesse mit sehr, sehr hoher Effizienz, also wir müssen mit sehr hoher Effizienz Sonnenlicht in elektrischen Strom wandeln, mit sehr hoher Effizienz die Katalyseprozesse zur Wasserspaltung, zum Dehydrieren des Wasserstoffes entwickeln und auch mit sehr hoher Effizienz zu diesen neuen chemischen Produkten kommen. Das wird also eine große Herausforderung sein und ich selber komme ja ein bisschen aus der Physik, Elektrotechnik. Man sagen würde, man macht heute ja auch Licht über eine LED, die hocheffizient aus elektrischem Strom Licht macht. Glaube ich, wollen wir in der ganzen Kette hocheffizient aus, beginnend mit erneuerbarer Elektrizität, eine neue Chemie vorantreiben. An Sie beide die folgende Frage jetzt. Sind wir denn mit diesem Projekt
jetzt dann weltweit führend oder befinden wir uns in einer Konkurrenzsituation mit, ich sag mal, Forschern in China? Und ist auch da dann deswegen möglicherweise ein bisschen Druck, dass wir hier Tempo machen, nicht, dass wir am Ende wieder der Kunde sind? Es wäre viel schöner, glaube ich, wenn wir der Anbieter wären. Ich fange jetzt mit einem Satz an. Ich glaube, erstens ist es so, ich glaube, wir haben ja gerade Fußball-Europameisterschaft mit viel Konkurrenz, bewegt sich viel. Also ich glaube, wir hoffen, dass wir global, gerade bei diesen Themen, hoffe ich, dass wir sehr viel Konkurrenz haben, weil wir müssen ein Problem global lösen. Wir wollen natürlich Vorreiter sein, wir wollen mit vielen Dingen die schnellsten sein, wir wollen neue Technologien entwickeln, zusammen mit den Industriepartnern. Den Anspruch haben wir, aber es gibt sicher sehr viele sehr kluge Menschen, die ähnlich unterwegs sind und bei diesen Problemen sind wir auf jeden Fall froh, wenn Lösungen kommen. Hm. Am liebsten welche von uns, aber natürlich glaube ich, das Wichtigste für alle ist, dass die Probleme global gelöst werden. Dem kann man nur hinzufügen, ich glaube schon, dass wir da im Augenblick relativ weit vorne sind, weltweit. Und was wir vorhin gehört haben, diese Zusammenwirkung der Partner, das gibt es woanders nicht. Also da haben wir einen echten Vorteil. Wenn wir das auf die Straße bringen können, was heute alles gesagt worden ist, dann ist mir nicht bange. Die Gärtner von diesen Bäumen, die wir da eingepflanzt haben, die sitzen da, die sehen Sie jetzt ja nach gleich im nächsten Programmpunkt. Ich möchte noch ganz deutlich sagen, und ich bedanke mich an der Stelle auch bei meinen Mitarbeitern, die hier gar nicht vorgekommen sind, weil die machen eigentlich die Arbeit. Ein paar wenige sind hier, aber die meisten sind da im Hintergrund und die sind derartig motiviert, dass ich keine Angst habe. Wir schaffen das. Wir werden weltweit führend in dieser Technologie anfangen. Und wenn wir schlau sind und den Vorteil, dass die Industrie für die Skalierung jetzt schon eingebunden ist, auch wirklich zügig nutzen, dann haben wir eine echte Chance, Weltführer zu werden. Ja, dem Dank würde ich mich natürlich auch gern für alle am Helmholtz-Zentrum Berlin anschließen, aber auch Dank an unsere ganzen universitären Partner. Und auch so früh würde ich auch sagen, danke natürlich auch an die Industriepartner. Sitzt hier ja auch einer vor Ort. Das heißt, es sind richtige Partner und wir werden zusammen arbeiten. Herr Professor Schlögel, Herr Professor Rech, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, auch Sie, gut, hier im Raum sind eh alle in der Materie drin, aber von denen, die zugeschaltet sind und es vielleicht auch noch nicht so ganz tief drin sind, ich denke, wir sind jetzt alle ein Stückchen weiter und ein Stückchen schlauer geworden. Vielen Dank für diese auch zum Teil echt bewegenden Worte. Dankeschön. Ja, der nächste Programmpunkt ist bereits angesprochen worden und da darf ich jetzt die Mitdiskutanten schon mal zu mir bitten und würde anfangen wollen mit Professor Roel van de Krol. Er ist Institutsleiter auch am HZB, wenn Sie vielleicht hier Platz nehmen wollen. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Und wir machen, Applaus geht immer. Das tut der Seele gut. Frau Professor Beatrice Roldan ist bei uns, die Direktorin am Fritz-Haber-Institut. Bitte schön. Der schon so oft zitierte Vertreter der Industrie, Professor Maximilian Fleischer, Chief Key Expert von Siemens Energy. Wenn ich Sie hierher bitten darf, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dann Frau Professor Katharina Alchaminet ist auch bei uns, Mitglied im HZB-Aufsichtsrat von der Uni Oldenburg. Et voilà. Und last aber natürlich nicht least, Professor Carsten Reuter, Direktor am Fritz-Haber-Institut. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. So, gestatten Sie mir ganz kurz nur, dass ich eben meine Zettel hier sortiere. Das ist doch immer, ich nehme mir immer vor, irgendwann muss ich mal anfangen, ordentlich mit neuer Technologie zu arbeiten, aber am Ende des Tages fühlt man sich dann doch mit Zetteln besser. Herr Professor Fleischer, lassen Sie uns vielleicht beginnen. Die Rolle der Industrie, wir haben schon ein bisschen was gehört über die Erwartungen, über die Hoffnungen aus Ihrer Sicht. Worauf schauen Sie jetzt im Moment vor allen Dingen und welche Hoffnungen verbinden Sie mit diesem Projekt? Am Ende des Tages muss jemand die Forschungsergebnisse umsetzen und bereit sein, dafür zu bezahlen. Mhm. Das stellt die Frage, wie viel ist uns die Energiewende wert? Dazu nur ein kurzes Zahlenbeispiel, was ich meinen Chef ausgerechnet hatte. Wenn Sie mit einer Familie nach Mallorca fliegen und zum Beispiel die CO2-Zertifikate bezahlen würden, dann wären es ungefähr 50 bis 60 Euro. Mhm. Wenn Sie nach USA, Amerika fliegen würden, ist es 300 Euro für eine vierköpfige Familie. Also es ist spürbar, aber es ist noch immer in dem Rahmen, dass man es eigentlich tragen kann. Und
um das umsetzbar zu machen, finde ich ganz toll, was die beiden hier vorhaben. Wir müssen halt sehen, der erneuerbare Strom ist verfügbar, aber er ist nicht unbegrenzt und ist nicht billig. Mhm. Und heutzutage, wenn wir den erneuerbaren Strom in Molekülen speichern, geht die Hälfte verloren. Und da hoffe ich, dass dieses tolle Zentrum aus dieser Hälfte vielleicht schafft, dass wir 3/4 oder noch mehr des Stromes nutzen können, um es letztendlich uns alle bezahlbar zu machen, um es uns leisten zu können. Vor der Anwendung steht die Erkenntnis, hat Max Planck, glaube ich, gesagt. Frau Roldan, was ist für Sie im Moment der wichtigste nächste Schritt, wenn es um Erkenntnisgewinnung in Zusammenarbeit mit CatLab geht? Wir müssen verstehen, wie die Katalysatoren arbeiten unter realistischen Bedingungen. Nicht nur die Bedingungen, was wir im Labor haben, aber die Bedingungen, die danach auch später in die Industrie haben können. Dafür haben wir diese Möglichkeit, hier am Synchrotron Experimente zu machen, mit Mikroskopie und Spektroskopie zu folgen, wie ein Katalysator sich ändert. Und dann ein besonderes Problem ist die Stabilität. Es ist nicht genug, dass wir einen tollen Katalysator machen, die in den Laborzeiten, wenn wir normalerweise messen, über eine Woche, zwei Wochen, wir müssen irgendwas machen, damit die Stabilität garantiert ist. Und auch die Regeneration der Systeme. Und ich glaube, das ist jetzt, wo wir am meisten fundamental Erkenntnisse brauchen. Wir haben schon sehr gute Katalysatoren, aber wir müssen gucken, dass man die transferieren kann in die Industrieumgebung. Mhm. Frau Eschameni, wie optimiert man jetzt also diese Katalysatoren? Wo setze ich denn da an? Also hier sind ja eigentlich zwei Mastermeinde zusammengekommen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen gekommen sind. Und jetzt haben die Ideen angefangen zu fliegen. Das heißt, man nimmt jetzt ganz innovative zweidimensionale Schichten und kombiniert die mit der tollen Expertise, die man am Fritz-Haber-Institut hat. Und das ist eigentlich das, warum man Wissenschaft macht und was so viel Spaß macht, wenn tolle Köpfe zusammenkommen und aus unterschiedlichen Perspektiven disruptive neue Ansätze machen können. Und das ist eben dieses Zweidimensionale gepaart mit der Katalyse und dann noch mit dem Kooperationspartner BASF, die jetzt in einem Prozess sind, wo sie ganz neu nachdenken müssen, praktisch die sämtliche Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten. Das Timing ist also optimal und deswegen ist hier diese Kombination von Leuten total schön und perfekt. Und deswegen ist CatLab zum richtigen Zeitpunkt entstanden. Aber wenn wir auf die konkrete Fragestellung schauen, also auf die Herausforderung für die Arbeit im CatLab, was ist für Sie im Moment das größte Fragezeichen? Ja, das größte Fragezeichen ist, wir haben zum Beispiel Katalysatoren, die eben über Defekte funktionieren. Und diese Defekte müssen eigentlich immer wieder generiert werden. Und hier setzt eben die 2D-Schicht an, kombiniert mit erneuerbaren Energien, die im Prinzip diese Ladungsträger immer wieder neu generieren. Und das ist eben der geniale Ansatz. Und hier kann eben ganz Neues entstehen und neue Katalysatoren kreiert werden. Herr van de Krol, wir haben die ganze Zeit schon von Dünnschichten gesprochen und auch darüber gehört. Vielleicht noch mal einen halben Schritt zurücktreten und noch mal für uns klären, was ist es, wo kriege ich es her, was mache ich damit am Ende des Tages? Ja, eine Dünnschicht im Gegensatz zu einem normalen Pulverkatalysator ist natürlich etwas, was man auf einer Flache anbringt und damit auch die Möglichkeit zum Beispiel, um Strom zuzuführen und Elektronen in die Reaktion zu bringen. Und das Schöne von Dünnschichtkatalysatoren ist, dass wir sehr, sehr gut in der Lage sind, diese Dünnschichte so zu gestalten, dass wir genau die Eigenschaften damit kriegen, die wir haben wollen. Also wenn Sie zum Beispiel nachdenken, über wie die Mikroelektronik sich jetzt entwickelt hat. Also das ist natürlich das ultimative Beispiel von wie wir mit Dünnschichte in der Lage sind, Funktionalitäten zu steuern. Also mit Mikroelektronik steuert man die elektrischen Ströme und Spannungen und kriegt daraus eine gewisse Funktionalität. Und ich glaube, diese Analogie können wir auch in der Katalyse, wollen wir auch in der Katalyse weiterbringen, dass wir mit Strom, vielleicht auch ein bisschen mit Licht, die chemische Reaktion tatsächlich so treiben, wie wir die wünschen. Wo sehen Sie da im Moment die größte Herausforderung oder das größte Problem noch, um dahin zu kommen, wo Sie hinwollen? Da gibt es viele. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich großskalige Lösungen haben möchte, dann muss man natürlich auch großskalig diese Fläche beschichten. Mhm. Und das ist nicht ganz trivial. In der PV-Technik haben wir das geschafft, können wir das tatsächlich tun. Aber das ist auch noch mal etwas anderes,
als irgendwo mit ganz anderen Materialien diese Dünnschicht auf so einen großen Maßstab herzustellen. Also ich glaube, die Aufskalierung ist eine, nur eine dieser Herausforderungen, die wir wirklich bewältigen müssen. Okay, das heißt, wir haben noch ein bisschen was an Problemfeldern vor uns, was wir später auch noch vertiefen können. In diesen heutigen Zeiten geht ja auch nichts, gerade bei solch einem Unternehmen, ohne Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Herr Reuter. Wo sehen Sie da die Möglichkeit, Expertise einzubringen? Und nicht nur, dass Sie sie sehen, sondern wo würden Sie auch sagen, das ist zwingend notwendig, sonst wird nichts funktionieren? Gut, zwingend notwendig würde ich immer unterschreiben, weil ich Theoretiker bin. Ob die Experimentalisten auch so sehen, ist eine andere Sache. Aber es geht einfach darum, wir wollen von allen Seiten auf das Problem zukommen. Und da bieten natürlich jetzt die großen Möglichkeiten, die man mit der Datenwissenschaft und mit Machine Learning oder künstlicher Intelligenz hat, sind einfach nochmal gewaltige neue Zugänge, die man noch möglich hat. Und der riesige Vorteil an CatLab ist, dass durch diese definierten Filme wir auch eine gute Möglichkeit haben, sehr gut definierte Daten zu bekommen, weil Daten sind ja auch nicht gleich Daten, sondern man möchte gerne Daten mit einer hohen Qualität haben. Und noch dazu können wir dann modellierte, simulierte Daten nehmen und eben diese sehr sauberen experimentellen Daten, die in CatLab gewonnen werden können, an diesen definierten Schichten. Und da hat man dann, glaube ich, schon eine riesige Chance, Korrelationen zu sehen, die wir sonst einfach nicht gesehen hätten, weil da zu viel Neues in den Daten drin gewesen wäre. Das wäre einfach durcheinander gegangen alles. Und da sehe ich schon riesige Chancen, gerade durch diesen sehr eigenen Ansatz von CatLab mit den dünnen Schichten. Für die Auswertung dieser Daten braucht es dann was? Computer. Okay. und natürlich Software-Packages und Leute, die wissen, wie man die bedient am Anfang. Haben wir diese Leute? Die haben wir. Das ist der Vorteil an CatLab. Wir haben die sowohl am Helmholtz-Zentrum als auch natürlich in meiner Abteilung. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich hier mitsitze. Mhm. Haben wir diese entsprechenden Leute. Wir haben auch natürlich im Berliner Umfeld unglaubliches Potenzial oder unglaubliche Expertise vorhanden. Ich muss ja schauen, es ist so ein bisschen sehr interdisziplinär angeregt. Man hat auf der einen Seite maschinelles Lernen. Es ist einfach natürlich klassische statistische Lerntheorie. Das ist eigentlich im Bereich der Informatik und der Mathematik diese Expertise ausgeprägt. Aber man muss jetzt natürlich schauen, dass man das versucht, mit dem Domänenwissen der Chemie und der Katalyse zusammenzubringen. Also den Menschenschlag, der auf der einen Seite ein hartgesottener Katalytiker ist und all die Chemie versteht und gleichzeitig aber natürlich durch und durch in KI aufgewachsen ist, den gibt es noch nicht. Da gehe ich davon aus, dass das dann meine Kinder mal... Der wächst nach, aber hoffentlich. Der ist jetzt gerade am Kommen. Wir müssen natürlich auch neue Studiengänge entwickeln und CatLab mit solchen Forschungsprojekten, wo wir versuchen, sowas zum ersten Mal zusammenzuführen, ist natürlich dann auch die Keimzelle, denke ich, für spätere Umwandlungen von Studiengängen, eigenen Studiengängen, dass wir genau diese Art von Expertise immer mehr ausbilden. Und dann können wir richtig loslegen. Das klingt gut und auch sehr, sehr zukunftsweisend schon. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr über Wasserstoff sprechen. Herr Fleischer, der ist ja bereits am Markt erhältlich. In welcher Form wird der denn jetzt schon eben auch in der Industrie umgesetzt, eingesetzt und geht da nicht jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt mehr, um ihn als Energieträger einzusetzen, als wir es tun? Wasserstoff ist in sehr großen Volumen verfügbar, aber wir haben eben noch viel zu wenig grünen Wasserstoff. Mhm. Wir haben momentan ganz ambitionierte Ausbauprogramme, aber man muss sagen, letztendlich, dass wir einen grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, das ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Da müssen wir ganz massiv nach oben skalieren, weil das, über das wir sprechen, das ist nicht groß oder riesig oder gigantisch. Da wissen Sie vielleicht als Redakteurin noch die Steigerung nächste Steigerung da. Das ist unglaublich groß, was wir machen. Mhm. Und da müssen wir bezahlbar, effizient vorgehen. Momentan ist Wasserstoff viel zu rar und zu teuer, einen grünen Wasserstoff, als dass wir ihn nur verbrennen würden. Den können wir für Stahlfertigung verwenden, wenn wir ihn mal haben. Dann kostet übrigens das Auto auch nur 100 Euro mehr, wenn wir das Auto mit grünem Stahl herstellen. Das brauchen wir für die chemische Industrie, aber wir brauchen viel, viel mehr von diesem wertvollen Gut. Ist man sich denn in der gesamten Industrie, Sie sitzen ja jetzt gewissermaßen schon auch so ein bisschen nicht nur für Siemens, sondern als Vertreter für die gesamte Industrie hier, ist man sich denn da überall, so wie Sie es ja sind, darüber im Klaren, über die Bedeutung dessen, was also hier passiert und was wir auch brauchen? Also das, wo Sie gerade um Worte gerungen haben, diese unfassbare Größe, vor der wir da stehen? Ja, man ist sich der gewaltigen Dimensionen bewusst. Mhm.
Und ich muss sagen, wir als operative Industrie sind ja in gewisser Weise nur die Ausführenden. Die Besitzer sind ja die Stockmarkets. Und ich weiß nicht, ob Sie die Daten kennen, aber man erwartet, dass in den nächsten paar Jahren, 5 bis 6 Jahren, wahrscheinlich 500 Milliarden Euro von diesen ganzen Pension Funds in Industrien umgeleitet werden, die ESG-compliant, also die grünen Themen, behandeln. Die Industrie ist ein Dienstleister. Wir liefern das, was was unsere Kunden haben wollen. Aber ich sehe, dass die Eigner und die Kunden, die wollen das haben. Deshalb gibt es für mich keine andere Frage, als auch das umzusetzen. Wir können nicht das nehmen, was wir heute haben. Da können wir höchstens mal ein bisschen damit anfangen. Da braucht man die Schlögels und Sie alle und das ganze Wissenschaftlerteam, um uns die Handwerkszeug für die Zukunft zu geben. Daran wird ja nur auch intensiv gearbeitet. Der Startschuss fällt heute. Frau Al-Shamini, Effizienz ist jetzt schon ein paar Mal genannt worden. Von welchen Faktoren hängt denn jetzt aber tatsächlich die Effizienz eines Katalysators ab, so wie man da jetzt hinarbeiten will? Ja, in gewisser Weise. Sie haben natürlich reaktive Zentren, die müssen Sie produzieren. Und die Frage ist, wie produziere ich diese reaktiven Zentren und wie arbeiten und wie generiere ich die wieder? Also wenn man vielleicht in der Natur, das Beispiel wurde ja genannt, Photosynthese, da wird die Effizienz ist etwa bei 12,5% von dem Licht, was einfällt, wird nachher tatsächlich umgewandelt in Zucker. Und die Natur ist sehr ineffizient. Und wir wollen eigentlich dahin kommen, dass wir möglichst viel von dem Sonnenlicht nutzen können, um dann tatsächlich das Produkt, also zum Beispiel Wasserstoff, zu erzeugen. Und das mit wesentlich höheren Effizienzen, als es in der Natur der Fall ist. Also hier, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber Sie können sich vorstellen, dass wir deutlich mehr darüber liegen wollen. Und Solarzellen sind jetzt im Bereich, aber das kann Herr van der Kolen sicherlich besser beantworten, die richtig tollen Solarzellen, da gibt es welche, die eben 40% Umsatz machen. Und das ist etwas, was wir sicherlich mindestens erwarten, wenn nicht sogar noch mehr für die Wasserstofferzeugung auch. Ich würde gerne noch mal einen Bogen schlagen zu Frau Roldan. Sie hatten in Ihrer ersten Antwort schon darauf hingewiesen, dezent, dass sich Katalysatoren dynamisch verhalten und verändern. Und das ist ja auch ein Meilenstein Ihrer Forschung, wo Sie sehr, sehr lange auch dran gearbeitet haben. Diese Dynamik und dieses sich verändern, vor welche Herausforderungen stellt denn das die Wissenschaftler, die da jetzt im CatLab dran werkeln? Ich glaube, zuerst ist das schon sehr gut, dass man das erkannt hat, dass wir nicht einen statischen Katalysator haben. Wenn man das schon weiß, dann weiß man, dass was man synthetisiert, ist nur ein Präkatalysator. Das bedeutet, dass unter Reaktionsbedingungen werden wir was anderes haben. Und meine Kollegin hat schon gesagt, die Defekte, das ist sehr wichtig. Auf eine perfekte Oberfläche passiert meistens nichts. Das heißt, die guten Katalysatoren werden in diese dünnen Filme, die werden keine perfekte Oberflächen sein, die werden Defekte haben, die werden eine Rauigkeit haben. Und dann hat man Reaktionsbedingungen, besonders in der Industriesetting, das nicht so gut kontrollierbar sind, vielleicht wie in dem Labor. Und wir müssen uns vorbereiten, damit wir unter dynamischen Bedingungen arbeiten können. Das kann sein, zum Beispiel elektrochemisch, dass wir auch unter Pulsbedingungen einen Katalysator regenerieren. In dem Beispiel von Herrn Schlögel, es war schon gesagt, was passiert, wenn in einer Party jemand betrunken wird und dann kriegt man einen Kater. Unser Katalysator kann sein, dass unter Reaktionsbedingungen irgendwann nicht so gut funktioniert. Und man muss irgendwas machen extern, zum Beispiel einen elektrischen Puls anwenden, damit wir den Katalysator regenerieren. Und das alles versuchen wir zu verstehen, basiert auf diese dünnen Filme, die wir durch den Wechselwirkung mit dem Substrat oder auch durch externe Stimuli sehr gut, sagen wir so, wieder anregen können, wieder regenerieren können. Können Sie denn das, was Sie gerade angesprochen haben, was da möglicherweise, ich nenne es jetzt mal nicht sehr wissenschaftlich, an Schwierigkeiten auf Sie zukommt, wie viel davon können Sie im Vorfeld schon erahnen? Gibt es da Hinweise, wo Sie sagen, schon während der Prozess läuft, dass Sie sehen, okay, jetzt passiert hier was, ich muss hier eingreifen. Was sind solche Hinweise? Ich kann zum Beispiel für Wasserspaltung, Oxidkatalysatoren sind diejenigen, die benutzt werden, zum Beispiel Kobaltoxid oder Mischung mit Kobaltoxid und Nickeloxid. Und was man weiß, ist, dass wenn man sich den Katalysator bevor nach der Reaktion anguckt, der Oxidationszustand ist anders, als was man hat während der Reaktion.
Und dann auch sehr wichtig, wir müssen idealerweise diesen Oxidationszustand erzeugen und stabilisieren. Und wir müssen wissen auch, dass die Oberfläche von unserem Katalysator wird sich ändern. Es wird nicht ein perfekt Balkoxid, das wir kennen. Es wird irgendwas anders sein. Und wir müssen methodisch versuchen zu verstehen, was passiert an dieser ganz dünnen Oxidschicht, das sich bildet an der Grenzfläche zum Beispiel zwischen einem Wasser und einer Festoberfläche. Das mussten wir jetzt alles wirklich verstehen und die Methoden, was wir brauchen, müssen sehr empfindlich sein, weil meistens vielleicht, wenn wir eine 1 Nanometer bis 5 Nanometer dünnen Film haben, vielleicht wir uns interessiert wirklich, was passiert in die letzte Monolage von dem Katalysator. Und es ist nicht, dass wir uns am Bulk-Prozess orientieren werden, wir werden uns wirklich an diese dünnen Schichten, die man auch beeinflussen kann durch die Wechselwirkung mit dem Substrat, zum Beispiel durch Entspannungen, das man machen kann. Man kann die elektronischen Eigenschaften von diesen Katalysatoren durch die Entspannung zum Beispiel vom Substrat. Unglaublich herausfordernd klingt das alles, was Sie beschrieben haben. Ein weiterer Aspekt, Sie hatten ihn gerade eben schon angesprochen, ist die Photokatalyse, Herr van der Krol. Was kann die machen, wie kann die da helfen? Ja, genau, das finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Wie kann man die Sonne nutzen, um unsere Energiewende auch voranzutreiben? Nicht? Und wie Frau Aschamri gerade gesagt hat, also die natürliche Photosynthese ist 1 oder 2% effizient. Vielleicht theoretisch vielleicht 6% oder so. Die Solarzellen machen schon ziemlich viel besser her. Also wenn man viel Geld hat, ist es 40%, aber normalerweise vielleicht 25% oder so. Aber das ist auch 25%. Das heißt, dass 75% der Energie der Sonne immer noch verloren geht. Und ich glaube, was ein ganz spannender Ansatz ist, den wir auch in CatLab verfolgen werden, ist, wie kann man diese übrige 75% der Sonnenenergie nutzen? Also, und das ist meistens in der Form der Hitze zum Beispiel. Also eine Solarzelle wird nicht besser, als er aufgeheizt wird. Der wird sogar ein bisschen schlechter. Aber dann ist die Hitze genau da an der falschen Komponente. Man braucht diese Hitze in der zum Beispiel der elektrochemischen Reaktion. Also die Frage ist, wie können wir das Licht der Sonne teilweise um photovoltaische Umwandlungen nutzen, aber dann die Hitze der Sonne auch in diese elektrochemische Umwandlung weiter benutzen. Und das ist eine ganz spannende Fragestellung. Es gibt auch Anweisungen, dass wir zum Beispiel mit Licht bestimmte Reaktionen, die Selektivität bestimmter Reaktionen verbessern können. Also wenn wir zum Beispiel CO2-Reduktion beachten, also das passiert öfters dann in Wasser, nicht? Und die Frage ist dann, ich will das CO2 jetzt reduzieren auf einen Kohlenwasserstoff zum Beispiel. Ich will vielleicht in dieser Anwendung nicht Wasser spalten. Also das heißt, man muss die Reaktion selektiv betreiben. Und da kann auch das Licht zum Einsatz kommen. Aber das gibt eine riesige Menge Fragestellungen, weil wie baut man effiziente Reaktoren, um auch mit Licht gut zu arbeiten? Und das ist auch eine spannende Fragestellung, wo uns, glaube ich, auch die Industriepartner weiterhelfen können. Es ist eine ganze Reihe an, also Frage folgt auf Frage, aus der einen Frage folgt die nächste. Und bei all dem, was hier aber geschieht und woran Sie arbeiten, erkennt man ja auch, da ist eine Vorreiterrolle. Herr Reuter, Sie hatten es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass eben für bestimmte Bereiche, da fehlen uns die Studiengänge noch für, die müssen im Prinzip erst etabliert werden, da kommt erst die nächste Generation. Nichtsdestotrotz, mit dem, was an Digitalisierung und künstlicher Intelligenz jetzt schon möglich ist, eben im Zusammenhang mit dem CatLab, erkennen Sie da auch für sich, für Ihre Arbeit so eine Art Vorreiterrolle? Ja, auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht mit dabei. Ja. Einfach. Was super spannend für uns hier ist, ist, dass wir halt Experimentalisten und Theoretiker in einem Team haben, die ganz eng in einem Verbund zusammenarbeiten wollen. Was, sagen wir mal, seit gerade jetzt im Bereich der Katalyseforschung seit ein paar Jahren jetzt ganz gut schon funktioniert, ist, dass man anhand von gerechneten Daten Vorhersagen macht, was zum Beispiel sinnvolle Kandidaten sein könnten für mögliche Katalysatoren. Das funktioniert bis jetzt aber im einfachsten Fall, sagen wir mal, sehr feinteilig. Eine theoretische Gruppe generiert sich Daten, baut sich ein KI-Modell und das Modell sagt es und das wäre ein ganz guter Katalysator. Dann macht man klassisch als Akademiker eine Veröffentlichung, veröffentlicht es und hofft darauf, dass vielleicht irgendwelche Experimentalisten das aufgreifen, mal auch wirklich gucken, ob das auch wirklich ein guter Katalysator ist und dann gibt es ein Feedback und dann kann man ein besseres Modell machen.
Die Riesenchance, die wir hier natürlich in CatLab haben, dass wir in einem großen Verbund sind, ist, dass wir die ganze Zeit zusammenarbeiten und von daher auch wirklich gerechnete Daten zusammenführen können mit experimentellen und eine direkte Feedback-Loop haben. Also wir werden kontinuierlich jetzt Modelle aufstellen, die natürlich schon Vorhersagen machen werden. Da sind wir jetzt schon in dem Moment dabei. Und diese Vorhersagen fließen sofort natürlich auch in die experimentellen Überlegungen ein und können dann sozusagen, man sagt dann immer Guidance, also ein bisschen so das Experiment auch mitsteuern. Natürlich ist auch sehr viel Human Interference noch mit dabei. Wir Wissenschaftler denken natürlich auch noch mit, ob das wirklich sinnvoll ist, was die Maschine momentan vorschlägt. Und dann wählen wir neue Experimente aus, kriegen neue Daten dazu und können so wirklich innerhalb des gesamten Verbundes die Modelle kontinuierlich besser machen. Das könnte man irgendwann mal träumen, das ist natürlich dann sehr, sehr attraktiv für Leute wie mich, das in Richtung zum Beispiel aktives Lernen zu automatisieren, dass im Endeffekt schlussendlich die Algorithmen automatisierte Syntheseroboter steuern und dann automatisch ihre Daten zurückbekommen und wir uns als Menschen dann da langsam aus der Geschichte auch rausziehen. Aber das ist dann schon wirklich Zukunftsmusik. Das ist dann jenseits. Also können wir das wirklich ab einem bestimmten Punkt, dass wir Menschen uns da komplett raus zurückziehen und die Maschinen sich selbst überlassen? Ich empfinde das als spooky. Das ist eine Frage. Das ist die Frage, ob man das spooky nennen will oder ob man es halt einfach effizient nennen will. Wir Menschen sind in der Regel einfach immer die langsamsten in dem Kreislauf. Bei Sachen, wo wir nur hinderlich sind, sollten wir uns vielleicht auch rausziehen. Was Maschinen sicherlich nicht gut können, ist Entscheidungen gut treffen und Logik. Das ist noch ein ganz eigenes Gebiet für sich. Da müssen wir eingreifen. Aber wenn es um wirklich Routine-Tasks geht, ich hätte gerne diese neue Date. Und die Date möchte ich ganz schnell haben. Und erst wenn ich die habe, kann ich wieder weiterkommen. Da sehe ich kein Problem darin, die Menschen rauszuziehen und das möglichst die Effizienz die Maschinen machen zu lassen, weil das ist an sich dann irgendwann mal auch ein bisschen langweilig für uns Menschen, weil es ein repetitiver Task ist, der gemacht werden muss, der auch sehr definiert gemacht werden muss, auch was Maschinen wesentlich besser können als Menschen. Also da wird immer alles exakt gleich gemacht und das ist sehr gut für die Reproduzierbarkeit. Aber ja, man muss da im Offenen entgegengehen. Wir sehen uns hier also gegenüber neuer Technologien, Herausforderungen für die Wissenschaftler an allen Ecken und Enden. Und ich hatte es im Gespräch mit Herrn Rech und Herrn Schlögel schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt diesen einen Aspekt, den ich eben auch spannend finde. Normalerweise, und Sie sind das beste Beispiel dafür, arbeiten Wissenschaftler weltweit. Man versucht zusammenzuarbeiten an Problemen. Aber hier geht es ja auch darum, das hatten Sie auch ein, zwei Mal gesagt, es geht auch um Geld. Es geht um Wirtschaftlichkeit. Neue Technologien können richtig viel, ich sage es mal ganz platt, Kohle einbringen. Wenn wir jetzt hier auf den Wettbewerb schauen, im internationalen Vergleich, welche Rolle spielt der für Sie? Ist das etwas, wovon Sie sich komplett frei machen? Und die Frage gebe ich hier komplett in die Runde auch, dass Sie sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich bin Wissenschaftler, ich will hier mit meiner Problematik vorankommen und ob es da irgendwie eine Konkurrenzsituation gibt, interessiert mich nicht. Oder ist es schon etwas, was man irgendwie im Hinterkopf hat? Wer will? Vielleicht kann ich was sagen und zum Starten. Ich komme aus Spanien und da haben wir viel Sonne. Deutschland hat allerdings viel mehr Erfolg in die Anwendung von Solarenergie als Spanien in den letzten Jahren gehabt. Mhm. Und das war durch die Technologieentwicklung und auch durch Programme von der Regierung, die das gefördert haben. Ich glaube, jetzt im Wasserstoff wird das Gleiche sein. Wenn Deutschland die Technologie entwickeln kann, dann wird es Marktführer bleiben, egal wo die Sonne oder Wind produziert wird. Da sehe ich die Möglichkeit, wo Deutschland wirklich ganz vorne sein kann, weil man hat so viel Erfahrung mit der Technologieentwicklung, die Eskalierung von katalytischen Prozessen und die Umwandlung in Industrieumgebung. Andere Länder haben vielleicht die Natural Resources da, mhm. aber es ist sehr schwieriger, das zu erkennen und transferieren zu der Industrie. Und ich glaube, da hat die Regierung eine sehr wichtige Rolle. Die Investitionen, was es in Deutschland gibt für Forschung, sind sehr, sehr groß und sehr großzügig. Ich habe in Amerika und in Deutschland, in Amerika und in Spanien gearbeitet und ich bin jetzt in Deutschland und es gibt einen Grund dafür. Und ich glaube, wir sind jetzt in dem richtigen Zeitpunkt, um hier eine massive Änderung zu machen. Die Energiewende wird in Deutschland sehr ernst genommen und es soll schon weiter ernst genommen werden, auch wenn am Anfang Schwierigkeiten geben wird, wie wenn man alle neue Prozesse anfängt. Mhm. Herr Fleischer, Ihre Gedanken dazu? Ich möchte mit einem Beispiel mal anfangen. Ich bin Physiker, habe aber Deutschland eigentlich immer als Heimatland der Katalyse wahrgenommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Deutschland auch Heimatland der neuen Katalyse bleibt.
Ich kenne diese internationalen Forschungskooperationen, beobachte die seit dem Vierteljahrhundert. Mhm. Ich glaube, der internationale Austausch ist unglaublich wichtiger. Es gibt internationale Großprojekte wie ITER zur Fusion. Aber letzten Endes ist es heutzutage nicht mehr irgendwie ein isoliertes Einzelgenie wie ein Einstein, der die Welt revolutioniert. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich einander ergänzen, die aber irgendwie auch zusammensitzen muss. Mhm. Und da glaube ich einfach nicht, dass das so gut geht, über Kontinente geht. Da gibt es einen Robert Schlögl, der Vorstellungen über die kleinen Tierchen hat, die Katalysatoren sind. Da gibt es einen Herrn, den Bernd Rech, der das richtige Licht mit seinen Bessie hat, um die zu beobachten. Dann kann die Beatrice Roll dann diese Tierchen beobachten und sie können dann noch Licht dazu bringen. Ich glaube, da muss es irgendwo auch eine Gruppe von Leuten geben und die ganzen Chemiker und Theoretiker und alle, die dabei sind, die auch irgendwie sich einander treffen, die auch das Gefühl haben, wir gehören zusammen. Mhm. Und da habe ich einen Eindruck, als Außenstehender, weil ich arbeite ja nicht in der Wissenschaft, das ist so ein wahnsinnig kreatives, vielfältiges Wissenschaftlerteam. Und das ist das, glaube ich, was heutzutage das Rezept für den Erfolg ist. Ja, ist ja schon angesprochen worden. Deutschland ist sehr, sehr stark in der Katalyseforschung, in ganz Deutschland. Aber hier ganz besonders in Berlin ist eigentlich inzwischen das Zentrum für die Katalyseforschung, möchte ich einfach so sagen, weil hier sehr kreative Köpfe sind. Und das weiß man international. Und es ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre an Institutionen wie dem HZB oder dem Fritz-Haber-Institut. Dort geht sich die internationale Elite die Klinke in die Hand und es kommen eben die Leute hierher. Das heißt, wir haben hier also nicht nur lokal ein super Netzwerk, auch mit, in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität, mit dem Exzellenzcluster und, die viele Firmen, die hier beteiligt sind. Das wird eben wahrgenommen und deswegen kommen die alle hierher, um daran mitzuwirken. Und wenn man dann noch solche wirklich charismatischen Persönlichkeiten als Köpfe hat, ja, dann kommt man gerne hierher und lässt sich inspirieren und geht dann inspiriert auch wieder nach Hause und macht dort weiter. Ja, deswegen würde ich sagen, hier ist auch ein katalytisches Zentrum in der Wissenschaft für die Katalyseforschung. Ach, schön gesagt. Herr Reuter, sehen Sie sich mit irgendjemandem im internationalen Wettbewerb? Oder ist es vielleicht eher so, dass Sie sagen, wir haben hier mit dem Klimawandel auch eine globale Herausforderung, die wir eh alleine nicht lösen können? Lass uns das mit dem Wettbewerb vergessen. Ich würde das nicht als Widerspruch sehen, die beiden Sachen, wie mein Präsident, Professor Strattmann, schon gesagt hat. Wir von der Max-Planck-Gesellschaft kommen von der Grundlagenseite. Also wir sind ja die Grundlagenbausteine hier und in der Grundlagenforschung sind wir einfach eine weltweite Community. Wir kennen uns alle. Und das wäre irgendwie Schwachsinn, wenn wir nicht miteinander reden würden. Das ist gerade die Diskussion mit entsprechenden Experten, die uns einfach konzeptionell weiterbringt. Und das macht Spaß. Die kommen hierher, wie Katharina Czamry gerade gesagt hat. Wir gehen dorthin und das ist einfach auch ein tolles Gefühl, Teil einer Community zu sein und auch ein bisschen zu sehen, ja, verdammt nochmal, wir als Menschheit müssen jetzt auch mal einmal gemeinsam irgendwo was lösen. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht trotzdem Deutschland als Wissenschaftsstandort versuchen, besonders hochzuhalten und konkret die Details und die Probleme, die wir hier in CatLab angehen wollen, muss man ja auch nicht am allerersten Morgen am Telefon dem nächsten Kollegen in Japan oder so erzählen, sondern man kann die auch ein bisschen bei sich behalten. Aber das ist, also man kann die Sachen, glaube ich, untereinander trennen. Da ist nicht wirklich ein Problem dabei, sondern ich glaube, das ergänzt sich beides sehr gut. Abschließende Frage, und da würde ich einfach mal sagen, wir machen die Runde, fangen hier an, einmal hier so herum. In 3 Jahren, ist 3 Jahre ein guter Zeitraum, Herr Reicher-Schlögl, wenn ich sage, 3 Jahre ist gut, also wo stehen wir mit CatLab in 3 Jahren? Ich glaube, in 3 Jahren haben wir ein paar schöne Beispiele, wo die Dünnschichtsysteme uns tatsächlich andere Ergebnisse geben, als die wir zum Beispiel von den klassischen Pulverkatalysatoren haben. Frau Roldan? Ich könnte dazu addieren, dass wir bauen jetzt die Infrastruktur auch für die Charakterisierung. Und als Anteil von CatLab haben wir Finanzierung für Beamlamps und Synchrotron für Operandokatalyse. Und das sollte alles funktionieren und da hätten wir schon die ersten Daten. So, das wäre mein Ziel, dass wir die ganze Infrastruktur fertig haben und schon die ersten Experimente gemacht haben. Herr Fleischer, in 3 Jahren?
Ich mache mit CO2 weiter. Okay. Weil CO2 stoßen wir nicht nur bei der Stromerzeugung in die Welt, sondern sehr viel mit Prozesshitze in der chemischen Industrie. Und ich kann mir vorstellen, dass das Team gemeinsam mit den Chemiepartnern in 3 Jahren signifikante Fortschritte gemacht hat, den CO2-Ausstoß der chemischen Werke um 50% wünsche ich mir mal einfach so zu kappen. Ambitionierte Zahlen, die wir hier hören, gut. Ich habe gesagt, wünsche ich mir mal. Ja, wünschen ist immer. Die Grundlagen geschafft haben. Sowas muss natürlich ausgerollt werden, aber mal verstanden zu haben, was muss man machen, um dorthin zu kommen. Okay, ein schöner Wunsch. Wo sehen Sie das CatLab in 3 Jahren? Ganz schwer zu sagen, weil ein normaler Sonderforschungsbereich, in dem ganz viele kluge Köpfe zusammenarbeiten, haben nach 3 Jahren gerade mal so eben die Infrastruktur aufgebaut, erste Experimente gemacht und dann kriegen sie eine Verlängerung, um zu zeigen, dass sie es können. Bei CatLab ist das anders. Ja, die sind jetzt ein halbes Jahr dabei, die haben schon das erste Proof of Concept gemacht, die haben schon die ersten Labore hochgezogen, aufgebaut. Das Gebäude ist geplant. Gebäudeplanung ist etwas, was normalerweise Jahre dauert, bis das Gebäude steht. Es ist ganz schwer, das zu extrapolieren. Das könnte exponentiell gehen. Und wir haben jetzt alle gelernt, was eine Exponentialfunktion ist. Also es wird deutlich schneller gehen, als wir das gewohnt sind. Und Herr van der Kool hat das schon gesagt, da wird es also nicht nur ein Proof of Concept, das es ja jetzt schon gibt, geben, sondern es wird schon richtig ein paar ganz neue Sachen geben. Und das ist ein Tempo, das ist unbeschreiblich. Nur mit dem Bau habe ich so ein bisschen Magenschmerzen. Wir sind immerhin in Berlin, aber ich hoffe einfach mal, dass Sie da die entsprechenden Leute kennen. Herr Reuter, Ihre Überlegung in 3 Jahren? Ich bin da progressiv. Ich glaube, in 3 Jahren sind wir die Ersten, die große hybride Datenbanken mit experimentellen und theoretischen Daten zusammengeführt haben. Und meine Algorithmen sind so weit, dass ich den Vorhersagen so weit trauen würde, dass ich mein eigenes Geld darauf setzen würde. Oha, oha, das ist mal eine Aussage. Das kriegen wir hin. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für den Input, den Sie uns allen hier nochmal gegeben haben, für das Erläutern dessen, worum es hier geht. Ich hoffe, Sie, die Sie uns zugeschaltet sind, sind jetzt auch ein Hauch schlauer als noch vor 1,5 Stunden. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, weil es kann gar nicht anders sein. Die Anwesenden hier sind jetzt nochmal herzlich eingeladen zu einem Corona-konformen, ich muss das betonen, Corona-konformen kleinen Get-Together. Es gibt schließlich was zu feiern. Ihnen, die Sie uns zugeschaut haben, online noch einen großartigen Tag. Auch bei Ihnen gibt es online, glaube ich, noch so ein kleines Get-Together. Und ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche uns allen, dass das hier gut anläuft und dass wir diese, ich sage es, wie es ist, elende Pandemie so bald wie möglich hinter uns gelassen haben und dass Sie alle gesund bleiben. Dankeschön.